Rüberschieben und die schöne Musik leider ausmachen. So, Musik ist aus. Ich verschiebe mich noch mal ganz kurz. Ich habe noch nicht alles vorbereitet, weil ich mir gerade noch Notizen gemacht habe. Aber jetzt bin ich, glaube ich, soweit. Ich hoffe, die Kamera ist auch in der Mitte. Ich habe hier auch gerade ein bisschen rumgewerkelt. Monitor, Moment. So, ne? Ah, ich lehne mich ja gleich zurück. Dann doch lieber so. So, einen wunderschönen Montagabend wünsche ich euch. Chris ist schon da und Maiwe ist schon da. Chris, danke für deinen Host. Ja, ich denke mal, Danny wird gleich auch das Spiel beenden. Er hat ja gesagt, letzter Versuch. Ich drücke ihm fest die Daumen, dass es auf jeden Fall klappt jetzt. Und ja, ich werde heute nochmal Song of Horror spielen. Ich kann mir das einfach nicht nehmen. Ich muss es nochmal probieren. Das ist einfach, das nagt sonst zu sehr an mir. Dass wir das letzte Mal nicht geschafft haben. Ich weiß nicht, ob ich es diesmal schaffe. Das ist immer noch nicht ganz in der Mitte, ne? So. Und Danny, danke auch dir für deinen Host, ne? Hast du es jetzt nochmal geschafft im letzten Versuch? Ich habe dir gerade noch die Daumen gedrückt, habe ich... Oh, sorry. Ich habe dir gerade noch fest die Daumen gedrückt. Oh, Chris! Drehen wir mal den Hans auf. Chris M25 Jesus, Chris M25 Jesus, Chris M25 Jesus, Azidiv Pupo, Azidiv Pupo, Azidiv Pupo. 17 Monate guckt der liebe Genosse Khrushchev bei die Wienice und hat noch keinen Tag davon gerollt. Christoph, danke schön. Und dank dir habe ich ein Emoji bekommen. Moment, da haben wir es. Danke hierfür, Chris. Ich habe einen Schneemann bekommen. Dankeschön, Dankeschön. Und die Winnie. Ach, ich lese meinen eigenen Namen vor. Und Nessie, hallo. Auch dir willkommen. Geschafft, Danny hat's geschafft. Super. Daumen drücken hat geholfen. Nein, das speichert nicht. Oh nein, das tut mir leid. Wenn du das nächste Mal ein bisschen länger Zeit brauchst, sag ruhig Bescheid. Dann kannst du von mir aus noch eine halbe Stunde machen. Wenn du keine Speichermöglichkeiten hast. Dann hängst du einfach noch was dran. Ich habe ja im Moment eh frei, da kann ich auch noch mal eine halbe Stunde länger machen. Ja, machen wir mal wieder ein bisschen leiser. Dankeschön, Markus, auch dir für deinen Host. Und Ishikawa habe ich auch noch nicht begrüßt. Katzen macht nicht so Randale. Und Lycorlof ist auch da. Schön, dass ihr reinschaut. Ich mache nächstes Mal auch schwer, das ist okay. Wie gesagt, ich kann dir aber auch gern
Können Sie gerne Bescheid sagen? Dann kannst du gerne noch eine... Ach so, eine halbe Stunde reicht gar nicht, da. Oh, okay. Aber wenn es mal so ist, sag Bescheid. Die nächsten 2 Wochen können wir es so machen. Die Pearl, die rastet gerade völlig aus. Ich weiß nicht, was mit ihr nicht stimmt. Aber die hat den ganzen Tag wieder geschlafen. Oh, danke für dein Follow. BHC 295. Dankeschön für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Und ich lese nochmal weiter in den Chat, bevor wir anfangen. Halbe Stunde reicht nicht. Und Patrick ist auch noch da. Patrick, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Einen schönen Montagabend. Ich würde das Samstag mal auf Extrem spielen. Was ist mit Visage? Du musst doch aber auch noch Visage weiterspielen. Hier ist wieder Tanzverbot. Nee, Quatsch, Patrick. Nee, Tanzverbot kommt hier nicht rein. Pearl, was ist denn jetzt los hier? So, Leute. Ich hab's gerade schon gesagt. Ich lasse es nicht auf mir sitzen. Ich muss noch mal Song of Horror probieren. Ich habe mir auch Notizen gemacht hier, ne? Ich habe ja letztes Mal schon Infos gehabt. Code habe ich mir aufgeschrieben, dass das alles jetzt ein bisschen flotter geht. Ich will nicht wieder tot gehen. Ich habe es letztes Mal geschafft, alle Charaktere sterben zu lassen. Und das ist halt Permadeath. Und das heißt, du musst komplett von vorne anfangen. Das heißt, meine 3 Stunden, die ich gespielt habe, waren komplett für ein Popo. Aber wir machen das jetzt nochmal. Ich gehe mal in den Gaming-Mode. So, da bin ich. Nicht in nächster Zeit, irgendwann. Okay. Tanzverbot muss nicht, die Katzen drehen durch. Ja, ich bedanke mich auch für die ganzen Weihnachts-Emojis. Ich habe auch sehr viele von euch bekommen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich von wem habe. Einige habe ich mir durch selber Subben freigespielt. Einige haben mir einige Leute freigespielt. Hier sind meine. Ich habe noch nicht alle, aber sie sind schon ein paar. Dieses komische, was Chris hat, das kenne ich gar nicht. Was ist denn das? Oh, Jansoft! Jansoft, vielen Dank für dein Abo! Schon 2 Monate! Ehrlich? 2 Monate schon? Und Jansoft, ich habe von dir auch ein Emoji bekommen. Was habe ich von dir bekommen? Was ist das denn? Oh, das sieht aus wie ein kleiner Denny, der im Bettchen schläft, oder? Guck doch mal, das sieht aus wie... Das heißt Haha Sleep. Warte mal. Oh nee, der ist grummelig. Der grummelt. Ich dachte, der schläft, also, das ist trotzdem, das ist für mich der kleine Danny, der im Bettchen schläft. Sorry, Danny. Aber das ist, so, was ist das? Das ist eine Taube, die Insider auch hat. Ja, das, ich weiß gar nicht, was das ist. Das sieht ganz komisch aus, finde ich. Ich verschiebe uns jetzt mal alle hier und starte mal das Spiel. Ich habe heute auch noch ein Update runtergeladen. Vielleicht haben sie es leichter gemacht. Nein, glaube ich nicht. Ich habe einfach zu viele Spiele. Ich weiß schon wieder nicht, ob das Song of Horror heißt oder nur Song of Horror, aber ich glaube, es ist unter S. O-P-Q-R-S. Ich habe auch nur fast über 200 Spiele, aber macht nichts. Da ist es, Song of Horror. Und ich muss noch anfangen. Ich habe Guts and Glory noch drin. Am Samstag gibt es übrigens wieder Guts and Glory bei mir. Also eine Stunde machen wir wieder Ghost of a Tale und dann machen wir wieder eine Stunde Guts and Glory. Dann machen wir noch die Raketenlevel. Und dann machen wir die Community-Strecken, die Insider schon gemacht hat. Ich glaube, wenn man die ersten 20 macht, gibt es auch noch eine Errungenschaft. Ich will auch noch gerne die Errungenschaften haben. Und ich glaube nochmal, wenn man 30 gemacht hat, dann kriegt man, glaube ich, auch nochmal eine Errungenschaft. Dann bin ich es auch. Der fehlt mir noch. Ich wusste es gar nicht, dass es den gibt. Ich habe den noch gar nicht gesehen bei euch. Genau, kannst nicht euch hinschlaft eine Runde. Ihr schlaft doch sonst auch immer. Und hallo, Bella! Bella hat auch dieses coole Emoji, dieses lachende Emoji, diesen Ball. Den finde ich einfach nur absolut genial. Das ist auf jeden Fall mein Lieblings-Emoji. Ja, und der Dreidel ist auch noch geil. Wer ist denn noch cool? Ich glaube, dieses Elchi? Doge, das ist ein Doge. Ach so, haha, Doge ist auch noch ziemlich cool. Genau, Dreidel und lachende Emojis. Ah, das Geile ist halt, das ist ein VR-Spiel, ne? Da ploppt immer mein ganzes VR-Menü auf. Das dauert immer ein paar Minuten, bis das Spiel dann startet. Ich muss VR nämlich immer direkt beenden. Ich könnte es auch mal mit meiner Oculus Rift spielen, aber ich weiß nicht, wie man das alles einstellt, dass ich den Chat dann sehe, dass ich euch dann sehe. Da muss ich halt stehen, dann bin ich sehr weit weg vom Mikrofon, dann hört ihr mich sehr schlecht. Das ist halt alles sehr schwierig. Ich habe für YouTube ja schon mal so 3 Videos oder so aufgenommen. Ich glaube, 3 waren das, aber nur kurze. Oh, warte, Spiel startet. Und da war schon ziemlich
aufwendig, alles das zu machen. Und das war auch alles nicht so schön gemacht. Ich habe halt die Hauptprobleme... Hallo. Die Hauptprobleme habe ich halt mit dem Sound. Weil ich halt so weit weg vom Mikrofon bin dann. Sorry, das hat gerade so lange gedauert. Ich finde das Spiel gerade nicht. Da habe ich's. Jetzt müsste es gleich kommen. Jetzt ist mein Discord aufgeploppt. Ja. Ich habe es mir schon gedacht. Die Einsteller von Guts and Glory sind noch drin. Das ist natürlich suboptimal. Es geht sofort los. Hab noch ein Minütchen Geduld. Ich zieh das mal kurz hübsch. So. So ist es hübsch, ne? So müsste es hübsch sein. Ah, und Slack Olaf hat auch noch was Neues bekommen. Da musst du lauter schreien. So, das Spiel können wir eigentlich relativ laut lassen. Ich mach mal minus 12, ne? Wenn es zu laut oder zu leise ist, sagt er mir noch Bescheid. Episode 1 Hoscher Villa. Nochmal von vorne. Ich könnte einfach weinen, dass das nicht geklappt hat. So, machen wir direkt laut auf die Ohren. Ich muss nämlich an den Türen immer horchen, damit wir das Böse nicht, damit wir nicht in das Böse reinfahren. Wo habe ich eigentlich mein Handy? Hier. Aber Dashboard, ich gucke eigentlich eh hier auf den Chat. Ich weiß gar nicht. Jetzt geht wieder alles von vorne los. Wir beeilen uns aber. Also wie gesagt, die Lösungsrätsel habe ich mir schon alles notiert vom letzten Mal. Hier mit dem Code und mit den Sicherungen. Das sind zumindest die beiden Sachen, die mir eingefallen sind, wo wir ein bisschen dran hängen könnten. Ansonsten müsste ich ja noch alles wissen vom letzten Mal. Das heißt, wir können eigentlich schneller. Aber ich weiß nicht, ob ich rennen sollte, weil das Böse ist ja dann hinter mir her, ne? Und dann ist da Soße rein? Nein. Nein. Dann eben nicht. Code? Igitt. Was? 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 Spiel, fängst du mal an? Wir haben einen sehr langen Ladebildschirm. Dann trinken wir noch mal ein Schlückchen, ne? Prost. Ein Hafen ist immer da, wo wir wollen. Der Hafen ist uns schnurzegal. Wir wollen weiter nicht als den Passierschein A38. Hä? Der Passierschein A38! Was soll das Gebrülle? Er fragt immer, was das Gebrülle soll, ne? Ich weiß nicht, ob wir gerade hier einen Fehler haben, ob das Spiel nicht richtig lädt. Doch. So, wir sind da. Wir sind jetzt vorsichtig. Wir sind jetzt vorsichtig. Ich klicke jetzt das Ganze drumherum nicht mehr an, Leute. Ich gucke nur immer noch, ob ich da noch ein paar Sachen habe. Also nochmal alles vorlesen und so. Da ist ja nichts Interessantes. Wenn die interessanten Sachen kommen, dann machen wir das auch. Dann lese ich das auch nochmal vor alles. Hoscher Villa, Kapitel 1, Episode 1. So. Ich kann noch nicht horchen an den Türen. Aber wir gehen mal schnell immer hier durch, durchsuchen die Räume. Können eigentlich mal einen Speedrun machen, ne? Soll ich, aber ich weiß nicht, weiß jemand, wie das geht mit dieser Zeit? Alarmanlage? Da müssen wir nichts machen. Okay, hier kommen wir. Doch, hier kommen wir rein. Also, ich weiß nicht mehr, wo man Sachen aufheben kann. Deshalb klicke ich nochmal alles an. Oder wollt ihr, dass ich nochmal den ganzen Text immer wieder vorlese? Da war ja nichts Spektakuläres. Also die Tür hier müsste zu sein. Da kamen wir erst zum Schluss rein. Von innen verriegelt. Da ist die Garage. Jetzt seid sauber dran. Lalalere. 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 Was auch immer Lala Lehre ist, habe ich mich schon immer gefragt. Was ist Lala Lehre? Hier kann man auch noch nichts machen, ne? Ein Motorrad. Ja. Hier wissen wir, wie wir den Boiler neu starten. Er hat keinen Strom, wie das Rest des Hauses. Wir müssen erst wieder den Strom herstellen. Da haben wir was ich mitnehmen muss. Zum Beispiel eine rostige Metallkiste. Guck, da kann ich es auch wieder vorlesen. Die verschlossen ist. Drehen, benutzen, benutzen. So komme ich nicht weiter. Mein Gott, Lady Marmelade. Miau, miau.
Das ist halt so wie Lalala. Ach so, okay. Okay. Da kommen wir in den Keller. Schlüssel brauchen wir noch. Da brauchen wir auch erstmal die Sicherung für. So, wir haben die Metallkiste schon mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir die aufbekommen haben. Ja, wie gesagt, ich habe ja alles vorgelesen gehabt beim letzten Mal. Hallo? Aber ich glaube, hier können wir nichts mitnehmen, ne? Ne, einen Koffer. Aber wo die Familie Hascher hin ist, wissen wir eigentlich bis heute nicht, ne? Ich suche mal kurz den Raum hier. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo Sachen lagen. Ein Telefon. Der Hascher hat ja Bücher geschrieben. Hier haben wir einen Kamin. Vielleicht können wir was anzünden. Das ist noch interessant. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau die Punkte, wo Sachen lagen. Das habe ich mir nicht gemerkt. Aber ich denke mal, das ist nicht schlimm, wenn wir hier noch ein bisschen rumlaufen und gucken. So ein bisschen will man ja auch noch das Spiel genießen. Also solange das Böse noch nicht kommt, habe ich auch noch nicht so viel Schiss, muss ich sagen. Erst wenn das vielleicht das erste Mal gekommen ist. Oh, ein Klavier. So, welche Tür nehmen wir zuerst? Nehmen wir die hier? Warte mal. Lag hier an der Ecke noch was? Das will ich nochmal kurz gucken. Ne, ein Schaltplattenspieler. Ich habe, glaube ich, noch keine Karte, ne? Map? M geht noch nicht. Wir brauchen erst eine Karte. Ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, nicht alle Bücher gelesen. Und noch mehr Bücher. Schöne Kamera. Ein schöner Globus. Da haben wir einen Schlüssel. Ich musste irgendwie schmieren. Da brauchen wir auf jeden Fall irgendwie Schmieröl oder sowas für. Weiß ich jetzt auch nicht mehr, wo wir das her hatten. Finden wir aber auch noch. Also am Anfang haben wir auf jeden Fall alle Gegenstände unten gefunden. Das heißt, wir müssen noch nicht in die erste Etage. Ich denke mal, am Anfang kann ich ja noch rennen. Hoffe ich mal. Ach, warte mal, jetzt können wir Klavier spielen. Das teste ich auch noch mal ganz kurz aus. Dumm, die Mondscheinsonate wäre geil. Ich denke mal hier an Resident Evil. Ich will immer an den Türen horchen, aber ich kann noch nicht horchen. Die Tür ist verschlossen. Da bekommen wir auch noch einen Schlüssel. Achso, unter dem Tisch kann man sich ja verstecken. Das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. In dem Raum war ich sowieso sehr selten, muss ich sagen. Ich kann nichts erkennen, er ist verschmutzt. Familienfotos. Geschirr und Bücher. So, in die Tür sind wir reingekommen. Gehen wir mal kurz hier lang. Okay, hier kommen wir wieder auf den Flur. Sorry, dass ich die Karte immer noch nicht so drin habe. Ich weiß nicht, wieso. Einige Sachen kann ich mir immer voll gut merken, aber einige habe ich einfach eine mega schlechte Orientierung. Dabei sind hier ja auch nicht viele Räume, ne? Feines Geschirr. So, hier haben wir noch Streichhölzer, ne? Streichhölzer. Gut. Nehmen wir erstmal mit. Hier müssten wir wieder auf den Flur kommen, oder? Ich teste das mal kurz, damit wir eine Nummer sicher haben. Ja. Okay. Ah, wo kriegen wir denn nochmal das Schmieröl her? Ich habe Angst, dass ich jetzt ein bisschen zu schnell spiele und Sachen übersehe. Aber hier haben wir noch... Da ist etwas auf der Theke, sagt sie. Ein Ring. Ein Metallring. Ja, stimmt, den brauchen wir auch nachher. Nichts Außergewöhnliches. Was, was, was? Können wir das mitnehmen? Nein. So, auf dem Boden. Genau, da war das Kabel. Das war, ich weiß nicht, ob das gefährlich ist. Ich bin ist ja noch nicht dran gestorben, aber ein Bild von Saul.
Saul 7. Okay, da haben wir schon mal die zweite Ziffer von unserem Code. Die brauchen wir ja nachher. Was, Garage? Was ist mit Garage? In der Garage war ich ja gerade. Kein Schlüssel. So, hier haben wir noch einen Raum. Ich weiß nicht, wo wir die Map gefunden haben. Wäre nur schön, wenn ich die finden würde. So, und hier haben wir einen Ölkanister. Hier können wir Sachen mitschmieren. Damit kriegen wir die Schublade auf. Das machen wir auch mal als erstes. Schmieröl. Nee, Schmieröl haben wir jetzt hier in der Kammer gefunden. Oh. Passiert jetzt schon was? Ab jetzt habe ich wieder Angst. Und du solltest das danach gehen, bevor du wieder rausgehst. Genau, und ab jetzt können wir lauschen. Das machen wir auch mal. War das die Tür, die gerummelt hat? Ich höre nämlich nichts. Es scheint, als wäre die Luft rein. Von nun an kannst du lauschen. Genau, auf der anderen Seite. Achte auf die Symbole, die eingeblendet werden. Benutze Karte, um dich zurechtzufinden. Genau. Jetzt können wir die Karte benutzen und wir können lauschen. Ich muss noch mal kurz überlegen. Geradeaus, rechts und dann in die Bibliothek. So, hier war nichts. Da haben wir ja gerade gelauscht. Von Natur aus neugierig, was? So. Hier können wir nicht lauschen, da gehen wir einfach durch. Und dann... Achso, ich sollte jetzt nicht so viel rennen, glaube ich. Ich glaube, wir können auch direkt in die Bibliothek gehen, oder? Hier ist doch gar keine Tür. Hä? Hier müsste die Bibliothek sein. Nein, ist sie nicht. Ich habe wieder die Orientierung. Sie ist super. Lauschen? Lauschen geht nicht. Achso, von der Tor aus neugierig lauschen. Ja, genau. So, da bekommen wir jetzt den Schlüssel. Da können wir das Öl benutzen. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Ja. So komme ich nicht weiter. Das ist egal, weil wir haben jetzt einen Schlüssel. Ist da noch was in der Schublade? Hier, nimm die Mappe doch mit. Ja, Haiku-Mappe. Ich weiß überhaupt nicht, wofür das gut ist, weil ich kann das weder benutzen, noch anklicken, noch kombinieren. Ich sammle die einfach mal alle ein. Draußen im Auto war noch einer. Oder kommen wir nachher noch hin? Wir gehen jetzt erstmal durch die Türen, wofür wir einen Schlüssel bekommen haben. Das war... Geradeaus im Esszimmer und dann rechts. Beginnen wir mal mit dem... Oh! Das hat mich jetzt erschreckt, das Telefon. Gebieter! Wo? Ein neues! Ein neues! Achso, ich kann wieder spielen. Geh dran. Also die Szene lassen wir jetzt einfach noch, ne? Sorry, who is this? Entschuldigung, wer ist da? Ich kann dich nicht verstehen, was sagst du? Wir können das Zimmer nicht verlassen. Mein Zimmer nicht verlassen. Um Himmels Willen. Da ruft die Oma an. Ja, die Gewitter-Oma ruft an, ne? So. Horchen können wir nicht. Dann gehen wir so rein. Und jetzt geradeaus und rechts. Ich weiß nicht, wieso ich an einigen Türen nicht horchen kann. Das stört mich immer. Ich denke mal, vielleicht... Kann ich jetzt horchen? Nein. Ich kann mich an das Zimmer überhaupt nicht mehr erinnern.
finde ich auch gerade voll unheimlich. Da liegt was auf dem Tisch, ich sehe das, aber ich gucke mich erst nochmal hier um. Ah, da liegt auch eine Notiz. Ach, das muss ich mir mal merken, weil schaut mal hier, an der, hier ist die Tür. Muss ich wahrscheinlich zum Ende nachher hin. So, gucken wir mal. Was zum Teufel? Ein Schraubendreher. Den brauchen wir wahrscheinlich eher mit unserer Box. Und hier haben wir die Sicherung. Die brauchen wir im Keller. Aber im Keller? Doch, im Keller kommen wir jetzt. Könnte ich sogar theoretisch direkt hin. Ach nee, jetzt kommt der erste Event, ne? Oder? Muss ich mir gerade hinsetzen. Jetzt muss ich gerade sitzen. So. Daniel, bist du das? Pass mal auf, jetzt stirbt mein erster Charakter schon. Ich lach mich schrott. E. Ja, E gedrückt halten, okay. E-Space. So. Puh, das ist immer ziemlich schwer. So, erste Tür geschafft. War extrem vorsichtig. Wir haben es geschafft. Was passiert? Wer hat gegen diese Tür gedrückt? So. Ja, das Ding ist, hier würde ich jetzt gerne rein. Weil hinter der Küche noch ein Zimmer ist, wo wir den Schlüssel für brauchen. Können wir lauschen? Ja, da ist das Böse drin. Den dürfen wir nicht rein jetzt. Dann gehen wir zuerst in die Garage, oder? Oder ich gehe von der anderen Seite aus dahin. Kann ich ja auch machen, ne? Ich kann doch auch... Wo bin ich denn? Nee. Die Tür meine ich nicht. Ich meine die Tür, glaube ich. Wir können auch hier raus und dann einfach rechts rum. Kann ich hier lauschen? Nee, hier kann ich nicht lauschen. Da hat jemand oben geknarzt. Das Böse ist immer und überall, genau. Das Ding ist, hier kann ich nicht lauschen. Ich trau mich da nicht rein. Ich will nicht schon wieder, dass jemand stirbt. Vor allem nicht so früh. Ich probiere es erst nochmal hier. Scheiße. Muss ich ihn zudrücken? Das ist beim letzten Mal nicht passiert, oder? Morgen hast du einen neuen Sound. Ja? Was habe ich denn? Bin ich gespannt. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Jetzt traue ich mich nirgendwo rein. Ah, ich habe wieder so Angst, dass sie stirbt. Ich höre nichts. Komm, wir gehen rein. So, wir sind drin. Das Schloss ist von der anderen Seite gewesen. Ich höre nichts. Wir gehen rein. Ja, ich brauche einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Wir haben einen Schlüssel. Wenn ich wüsste, wie ich das Menü aufrufe, hier. Benutzen Q. Die Tür ist jetzt offen. Ich muss noch mal horchen, sorry. Und hallo, Lobster. Lobster ist auch da. Sehr schön. Ich wünsche dir einen schönen Montagabend. Und Lobster, wir haben am Wochenende schön viel gezockt wieder. Ich würde mal so sagen, 7 Matches gewonnen, so 3 verloren, aber keiner hat einen Uprank gekriegt. Ziemlich ärgerlich. Wird Zeit, dass wir mal wieder AK werden. Und wir haben auch eine Theorie.
Du hast ja mit deinem Smurf-Account gespielt. Ich glaube, Steam weiß, dass man smurft. Ich glaube, wenn wir mit deinem DMG-Account gespielt hätten, wäre das nicht so krass gewesen. Ich glaube wirklich, Steam weiß, dass man smurft. Ja, hier haben wir eine Notiz. Die lese ich jetzt nicht vor. Da steht halt drin, wie die Kombination vom Safe ist. Hier, man braucht die Nummer der Hausschrift, Sauls Alter, das Jahr, Jahrzehnt und Jahr, wenn mir das Gemälde direkt neben der Treppe gemalt wurde. Das haben wir letztes Mal schon gemacht. Ich habe die Kombination mir notiert. Hier haben wir zum Beispiel das Gemälde. Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Nachteil für mich ist, wenn ich das schon so früh eingebe. Aber ich riskiere es jetzt einfach. Achso. 4, 7, 9, 8. 4. 7. Das muss man mit der Maus machen, das ist ein bisschen hakelig. 9. 8. Hä? 6, 7, 8. Bestätigen. Q. Muss ich mal, ja, Chris, deine Schonzeit ist aber jetzt abgelaufen, ne? Du musst mit deinem, du musst mit unserem Account jetzt spielen. Du hattest ja jetzt genug Rundenzeit, um dich warm zu machen, ne? 10 Stück Wins hast du jetzt drin. Und jetzt müssen wir mit Gold 4 spielen. Weiß nicht, da gehen wir. Nein, ich glaube wirklich, dass das daran liegt, dass das sein Smurf-Account war. Und ich glaube, Steam weiß das. Das Krasse ist nämlich, die Hilda hat gestern mit uns gespielt. Die hat auf ihrem Smurf-Account, hat ihr das Spiel abgebrochen, damit sie mit uns spielen kann, mit ihrem anderen Account. Und auf ihrem anderen Account, den die wochenlang nicht angefasst hatte, und da, wo der Trust-Faktor immer gut war, war auf einmal der Trust-Faktor rot. Das heißt, Steam kann nur wissen, dass sie mit ihrem anderen Account das Spiel abgebrochen hat. Ich glaube wirklich, Steam weiß das. Nein, nein, das soll dir keine Angst machen. Ich will nur damit sagen, dass es ein Ticken schwieriger dann wird. Das ist, ja, dass es einfach noch ein bisschen schwieriger wird. Angst brauchst du nicht haben. Wir ragen nur hart dann. Du weißt das ja. So. Hier haben wir noch einen Schrank. Er ist leer. Hey, das war doch letztes Mal nicht, oder? Ich habe das Gefühl, das Spiel, das weiß, dass ich das nochmal versuche und macht alles anders jetzt. Das finde ich nicht nett. So. Oh, oh. Achso, ist weg. Ich dachte, unser Pulsschlag ist hoch. Wir brauchen die 25. An Stelle Nummer 1. Wir brauchen die 15. An Stelle Nummer 2. Und wir brauchen die 20. An Stelle Nummer 3. Und die 10a an Stelle Nummer 4. So, jetzt können wir den Strom wieder einschalten. Trust Factor kannst du auch verlieren, wenn du gar nicht spielst vielleicht. Nee. Das glaube ich nicht. Warum funktioniert das nicht? Ist irgendwo eine Leitung unterbrochen? Die Sicherung scheint in Ordnung zu sein. Hä? Das verstehe ich nicht. Das hat beim letzten Mal funktioniert. Da habe ich die Sicherung eingesetzt und wir hatten Strom. Ich habe doch jetzt keine Sicherung mehr, oder? Nee, ach du je, jetzt kommt auch noch was Neues hinzu. Die Sicherung scheint in Ordnung zu sein. Ha. Vielleicht habe ich es doch zu früh gemacht. Vielleicht muss ich doch noch erst was anderes machen im Spiel. Da bin ich mir nicht sicher. Das Spiel merkst du, dass du durchschummelst. Ja, ich denke mal, das registriert deine IP, oder? Kombination, nein, nein, ist nicht jedes Mal eine andere. Nein, 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 nein. Ich guck mal, ob ich hier jetzt... Ich kann nicht horchen.
ob ich hier jetzt an dem Sicherungskasten was machen kann. Aber wir haben ja keinen Strom, ne? Ja, hier steht nur, wie wir das resetten. Ah, sagt sie. Okay. Dann machen wir einfach mal so weit, bis es weitergeht. Und wir probieren das dann nochmal im Keller. Bei der Herzschlag immer, ne? Was? DJE. Hishikawa? DJE? Die IP passt nicht. Du hast ja dieselbe wie Insider. Ja, Insider und ich hatten aber schon mal auf unserem Smurf-Accounts beide einen orangen Trust-Faktor. Aber Insider hatte gestern oder vorgestern einen orangen gelben auf seinem Main-Account, was auch ziemlich komisch war. Hier kann ich nicht horchen. Die Tür geradeaus war zu. Horchen wir mal. Ich höre nichts. Benutzen. Kuh. Wahrscheinlich steht ihr unter Beobachtung ganz oben. Nee, ich stehe überhaupt nicht mehr unter Beobachtung jetzt. Ich wurde gebottet. Ich habe Empfehlungen gekriegt. Irgendeiner hat mich hart gebottet. Ich weiß nicht, jeweils über 50 Stück. Normalerweise hat man so 2-3. Und je besser wird der Schussfaktor auch noch. Das war so krass. Das war letzte Woche Sonntag war das, ja. Naja, hier können wir uns verstecken. Was war denn hier nochmal im Zimmer? Oh je. Tote Vögel. Hier war das Holz. Ja, da weiß ich ja auch immer noch nicht, was war. Das habe ich nicht verstanden mit dem Holz, ne? Da steht, dass wir was im Kamin anzünden müssen. Und jetzt haben wir das Holz gefunden. Kann ich ruhig schon mal da reinlegen, obwohl ich kann es auch noch mitnehmen. Ist eigentlich Latte wie Hose. So, jetzt haben wir hier unten. Haben wir schon alle Türen. Aus dem Keller muss ich noch was machen, was ich gerade nicht verstehe. Dann gehen wir jetzt nach oben. Meine Güte. Habe ich eine Orientierung? Das wäre was für eure Mietzen. Nein, die sollen keinen Vogel töten. Mach das aus. Ich warte mal, bis der Herzschlag weggeht. Ich muss das nochmal einen Ticken lauter machen, obwohl ich mich jetzt schon zu Tode erschrecke. So, hier geht's raus. Und dann gehen wir auf die andere Etage. Warte mal, da leuchtet. Hat da nicht was geleuchtet? Da leuchtet doch was. Da. Ach, das sieht, glaube ich, nur so aus wegen dem Licht, ne? So, aber leuchtet mal gucken, ob die Frau wieder da steht. Die macht mich fertig. Aber ich muss gucken. Die hat mich völlig fertig gemacht. Komm, wir gucken aus dem Fenster. Was war das? Weiß ich nicht. Die Straßen sind so ruhig. Nee, da links an der Schaukel stand sie. Da steht sie diesmal nicht. Aber ich glaube, die stand auch erst später da. Ich werde jedenfalls nie ein Horrorspiel machen. Doch, Chris, will ich unbedingt sehen bei dir. Habe ich voll Bock drauf. Die Tür ist verschlossen. Ja, cool. Wir haben einen Schlüssel.
Offen, jetzt kann ich diesen Schlüssel loswerden. Ich muss aber genau aufpassen hier. Wenn ich einmal reingehe und da das Böse drin ist, bin ich tot. Jetzt kommt wieder so eine Scheiße, glaube ich. Ja. Und die Tür ist die einzige, wo ich mir noch vorstellen kann, dass ich da noch eine Puppe finde. Das Ding ist, wir haben hier einen Schalter. Ja, da gehe ich nicht nochmal rein. Da ist mein allererster Charakter gestorben. Conjuring House, ja. Ach Quatsch, so viel Schiss hast du doch gar nicht. Ach, 750 Räume. Das sind doch sicher noch mehr gewesen, oder? Haben wir hier nichts, was ich mitnehmen kann? Ich will ja auch nicht so lange drin bleiben. Nicht, dass das Böse irgendwie rauskommt. Die Streichhölzer reichen nicht. Ich muss den Strom unten wieder herstellen und dann kann ich das Licht da anmachen. Glaube ich. Schau dir dieses Foto nicht an. Und wir tun's. Ah! Ich muss hören. Ich höre nichts. Ist das nicht schon das Puppen? Ich dachte, hier wäre das Puppenzimmer. Hygieneartikel. Manchmal, das ist doch der Lappen. Den Lappen brauchen wir für unten. Sagst du immer. So. Nächste Tür. Ich höre. Ich habe den Fernseher hinten gar nicht an, ne? Ja, kommt eh nicht gut raus, weil ich hier so eine fette Beleuchtung heute anhab. Ich wollte mal nicht so im Dunkeln sitzen. Ich kann die Tür nicht öffnen. Und wir haben keinen Schlüssel mehr. Wo kommt das her? In die Tür gehen wir erst gar nicht dran, die ist böse. Oh, der Herzschlag soll aufhören, der macht mich verrückt immer. Er hat was gebullert. Five Nights at Freddy wäre auch gut. Das gucke ich mir gern an bei dir, aber ich glaube, das ist nichts für mich zum Spielen. Das macht mich verrückt. Man sitzt ja da nur in diesem einen Raum und guckt sich ja noch die Kameras an. Oder betrachten, ja. Können wir auch erst benutzen, die Fernbedienung für die Garage. Aber es geht leider erst, wenn Strom da ist. So, hier können wir uns verstecken. Hier war auch nichts, glaube ich. Naja. Genau, hier kommen wir erst rein. Wenn wir diesen Ring hier, das ist vom Schlüssel, den müssen wir da dran kleben. Aber da haben wir noch keinen Kleber für. Nee, du sollst dir die Masken angucken, nicht die Tür. Ah, ich kann die Masken nicht andecken. Afrikanische Masken. So, ich glaube, hier haben wir noch nichts, ne? Nee. Kommen wir hier schon raus? Ja. Ah, wofür brauchen wir denn nochmal die Grillzange hier? Weißt du, ich habe das letzte Woche erst gespielt und kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich schon wieder an einige Sachen nicht mehr erinnern. Ich brauche ein Spiel, wo man nicht so schnell reagieren muss. Was Nettes, Gemütliches. Ja, Cuphead. Cuphead auf jeden Fall. Moin, Spacey. Danke für dein Haus. Ja, Layers of 4, stimmt. Layers of 4.
Nee, da sind, glaube ich, gar keine Quicktimes drin, oder? Ich meine nicht. Ja, ich habe das aber auch. Gerade wenn du den Kopfhörer voll aufdrehst und dann irgendwas laut knackt in dem Spiel, erschrecke ich mich auch zu Tode. Welches war Layers of Fear? Schäm dich, das zu fragen. Layers of Fear ist eines der besten Horrorspiele. Das ist mit diesem Künstler. Da bist du so ein Maler und läufst eigentlich durch deine eigene Villa, die dann nachher ja ein bisschen surreal wird. Und du versuchst, das perfekte Gemälde zu malen. Dazu sammelst du dann so strange Sachen, noch Blut und Haare und alles von deiner Frau. Versuchst du, das perfekte Gemälde zu malen. Und jedes Mal, wenn du so ein Teil brauchst für das Bild, kommst du immer wieder neu in dein Haus rein. Ich kann es so schlecht erklären. Ist einfach geil. Ja, aber das ist einer der besten Spiele. Also das, also meiner Meinung nach, das muss man sich merken. Weiß jemand nochmal, wofür ich die Grillzange gebraucht habe? Alles Gute zum Jahrestag. Kann sich noch jemand erinnern, wofür die Grillzange gut war? Ja, hier brauchen wir ein Überbrückungskabel für die Batterie. Wofür war denn die Grillzange gut? Kann mich nicht mehr erinnern. Pflanzen sind schön grün. White Day fand ich genial. Das war so irre. White Day ist das mit dem Hausmeister, oder? Mit der Trillerpfeife? Ist das das? Wo die Pflanze lacht? Das haben wir ja letztes Mal schon alles gelesen. Das mache ich, wie gesagt, jetzt nicht nochmal. Das Problem ist, ich komme gleich tatsächlich nicht mehr weiter, ne? Ich habe vergessen, wofür wir die Sachen brauchen. Ich höre nix. Bauplan der Haschavilla. Genau das hätte man sich merken müssen. Oh, danke schön für dein Host. Ach, kannst du hier so schnell lesen? Go freeze? Habe ich das jetzt richtig so schnell gesehen? Ich habe mein OBS leider so klein. Ich hoffe, ich habe es richtig gelesen. Aber Dankeschön für deinen Host. Gerüst aufbauen, aus der Seite lackieren, Lecks reparieren, lose Ziegeln befestigen, alte Rohre prüfen. Hier sehen wir nämlich, aus welchem Fenster wir nachher gehen können. Weil rechts ist nämlich kein Gerüst und ich bin ja leider da rausgegangen. Oh, tot. Yes, hi. English or German? Auf jeden Fall herzlich willkommen, falls du Deutsch verstehst. Wenn nicht, welcome to my stream. So. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Nichts Interessantes hier, neuen Plattenspieler. Okay. Ich höre nichts. Na, Deutsch. French. Nein, Französisch kann ich nicht. Ach ja, da weint jemand. Aber ich kann nicht verstehen, was sie sagt. Sie weint einfach nur. Ich muss da hinein. Ja, Leute, ich habe schon wieder vergessen. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wo wir weiterkommen. So, Arbeitszimmer, da brauchen wir... Was war denn nochmal mit dem X? Also auf dem Balkon brauchen wir das Überbrückungskabel. Im Arbeitszimmer brauchen wir Kleber. In dem ersten Zimmer brauchen wir Strom. Aber wir haben, glaube ich, noch eine Tür, die ich da übersehen habe. Kannst du das Spiel empfehlen? Ja, ich find's gut. Aber man muss bedenken, ich spiele es erst das zweite Mal, weil da ist Permadeath. Das heißt, du hast 4 Charaktere. Und wenn die alle draufgehen, bist du tot. Musst du komplett von vorne anfangen. Ich habe es letzte Woche 3 Stunden gestreamt. Mir sind alle 3 Charaktere abgeschmiert.
Und ich muss jetzt nochmal von vorne anfangen. Und ich weiß auch nicht, ob ich es heute schaffen werde. Aber, also wenn du so Sachen wie Resident Evil machst, das ist ja von der Steuerung her so... Ich muss mal ein bisschen hören. Deshalb stottere ich manchmal ein bisschen. Dann bist du ja von der Steuerung so ein bisschen... Dann wirst du es, glaube ich, auch mögen. Man muss immer an den Türen lauschen, ob da was Böses drin ist. Wenn man es rauschen da drin hört, also so krisseln, dann ist da mal was Böses drin, dann darf man da nicht rein. Tatsächlich, hier haben wir noch einen Raum. Sie übt noch, ja nicht. Zum Zuschauen macht Spaß. Jetzt zum Spielen macht es auch Spaß, aber man strengt sich halt... Manche Sachen waren halt echt unfair, ne? Zum Beispiel wusste ich das nicht am Anfang, dass man nicht in die Türen rein darf, wo was Böses hinter ist. Und bin natürlich in die erste Tür gegangen. Zack, erster Charaktertod. So. Und dann einmal kam das Böse einfach mitten im Gang. Da konnte ich nicht mehr weg. Da war ich auch, zack, einfach nächster Charaktertod. So, hier haben wir... Ja, hier haben wir die Dachbodenluke. Aber ich glaube, die kriegen wir nicht auf. Da brauchen wir... Ne, die Zange brauchen wir nicht für. Was brauchen wir denn nochmal dafür? Wir haben jetzt noch einige Dinge. Wir können mit dem Tuch das unten noch wegwischen. Das können wir im Kamin legen. Das bringt uns nicht. Ich muss im Keller den Strom wiederherstellen. Hier liegt nichts mehr, ne? Ich bringe mal die Sachen in den Kamin. Und ich wisch mal mit dem Tuch die Pfütze weg. So, da war noch ein X. Da kam mir die Tür von der anderen Seite verschlossen. In die Tür kommen wir erst rein, wenn wir... Ja, ist ein bisschen rätselig gerade. Also ein bisschen Rätsel hat er schon. Oh, mein Mikro ist zu laut. Okay. Dankeschön für die Info. Sagt mir ruhig Bescheid, wenn was zu laut oder zu leise. Ich bin auch sehr nah dran. Ich will nicht zu laut sein. Einige haben mir letztes Mal gesagt, ich bin sehr leise im Stream. Hier, Bella war es doch noch. Bella hat gesagt, den Insider hört man gut, aber mich hört man manchmal zu leise, ne? Oh oh. Da weint jemand, ich muss mal kurz weg. Das Spiel hat mich zerstört. Dark Occult. Conjuring House, ja. Wenn du mit dem Mund... Okay. Wir machen es so. Ich hab's ein bisschen weiter weg. Ich will immer, dass man mich hört. Nicht, dass ich zu leise bin. Wie ist es denn bei den anderen? Ist es okay so vom Sound her? Und guck mal, die Frau, die steht da einfach nicht. Letztes Mal stand da eine Frau draußen. Wie habe ich das getriggert? Wir gehen wieder runter. Knarz. Besser, viel besser. Sieh. Okay, alles klar. Wie, ein bisschen lauter wäre gut. Was denn nun? Wollt ihr mich jetzt... Das ist immer der eine, sagt, das ist zu laut, das ist zu leise. Chris, ist echt? Muss das Mikro noch lauter? Soll ich doch wieder näher ran? Ich bleib jetzt erstmal so. So, wir gehen. In die Küche erstmal. Und wischen den Fleck weg. Chris Melanese ist taub. Chris Melanese hat echt ein Hörgerät. Er hat tatsächlich ein Hörgerät. Aber er ist nicht taub. Er hört ja damit gut. Taub nicht, aber Hörgerät. Tatsächlich, ja. So. Wir wischen jetzt den Fleck hier weg. Mit dem Tuch. Benutzen. Ich weiß noch nicht, was uns das bringt. Super, tschüss, du Pfütze. Ach, ich weiß, was das bringt. Dadurch können wir jetzt den Strom im Keller anschalten. Ah, da war ja irgendwas unterbricht die Stromzufuhr. Und sollen wir noch ins Wohnzimmer gehen? Ja, ne? Obwohl, das können wir auch später machen. Konnte ich ja nicht ahnen, aber ich hab's nicht so mit Fettnäpfchen. Ach, der Chris, der nimmt dir das, glaube ich, auch nicht böse, ne, Chris? Mach dir nichts draus.
Und ja, Nessie haben wir doch schon begrüßt, klar. Aha, sie kriegt schon wieder einen Herzschlag. Immer wenn der Puls höher geht, dann ist jemand in der Nähe. Dann bin ich immer vorsichtig mit den Türen. Da kann ich nicht horchen. Hier müsste das Wohnzimmer sein. Sorry, wenn ich so auf die Karte benutze, aber ich bin einfach nicht so gut mit Orientierung und so. So, hier können wir nämlich schon mal die den Holzhaufen da reinlegen. Aber wir können es leider, glaube ich, noch nicht anzünden, ne? Streichhölzer? Ich schätze, ich würde alle Streichhölzer verbrauchen, bevor ich es schaffe, ein Feuer zu entzünden. Ja, wir brauchen noch Brennstoffschleuniger. Dann gehen wir jetzt nochmal in den Keller. Muss man da auch wegrennen? Ja, wenig. Also ich hatte einmal... Du musst manchmal schnell zur Tür rennen und die Tür zudrücken, wenn das Böse kommt. Und einmal war ich halt in diesem Raum, wo ich jetzt reingehe, war ich halt gefangen. Da kam das Böse auch. Ich glaube, da hätte man wegrennen müssen. Aber ich habe keine Tür aufgekriegt. Und als ich eine Tür aufgekriegt habe, bin ich gestorben. Ich glaube, zum Ende hin muss man auch ein bisschen wegrennen. Aber das werden wir gleich rausfinden. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Achso, Ziel ist, wir sind jetzt die, also, das ist die Hascha-Villa. Und wir haben einen Menschen gespielt, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, der zu ihm nach Hause fahren sollte und gucken sollte, ob alles in Ordnung ist, weil der sich nicht gemeldet hat. Und den haben wir dann gespielt, der ist dann in das Haus gefahren und da war eine mysteriöse Tür, die war ganz schwarz. Da ist er reingegangen, weil so eine Spieluhr da unten gespielt hat, um zu gucken, ob die Familie da ist. Und dann ist er in die Tür reingegangen und die Tür ist verschwunden. Und seitdem ist er auch verschwunden. Und wir vier, also die Frau und diese drei anderen, die wir spielen, sind jetzt auf die Suche nach der Familie und nach ihm, wohin er verschwunden ist. Also, keiner weiß so genau, was da passiert ist. Außer, dass es um eine mysteriöse Spieluhr geht. Das finden wir auch immer in den Texten heraus. Ich weiß nicht, von wem die ursprünglich kam. Die wurde auf jeden Fall immer weitergereicht und geschenkt. Und immer, wenn diese Melodie kam und man in die Tür gegangen ist, ist man halt so komplett verschollen gewesen. Also, wir versuchen jetzt herauszufinden, was mit den Menschen passiert ist. Ich denke mal nicht, dass die tot sind. Aber ich denke mal, dass die irgendwo in diesem Haus eingesperrt sind. Aber was genau, also... Wie gesagt, so weit bin ich noch nicht, dass ich das genau erklären kann. Okay, weil sowas in Outlast hasse ich wie die Pest. Nee, also sowas wie Outlast ist das nicht. Das würde die Steuerung auch gar nicht zulassen. Also, ist wie gesagt so eine leichte Resident Evil Steuerung. Weiß gar nicht mehr. Die Story ist etwas merkwürdig. Ach, gibt merkwürdigere Sachen. Aber gleich haben wir erstmal wieder Licht. Und was genau dieses Böse ist, kann ich dir auch nicht sagen. Dann kommt immer so eine schwarze Flüssigkeit aus den Türen. So aussieht wie schwarzer Schimmel. Ich weiß nicht genau. So, jetzt haben wir wieder Strom. Daniel heißt der, den wir finden. Da war eine Hand. Die war letztes Mal nicht da. Da ist jemand in den Schrank gegangen. Die habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Da war eine Hand. So, da wir jetzt wieder Strom haben, können wir in die Garage gehen. Und den Türöffner benutzen. An einigen Türen kann man halt nicht horchen, da muss halt dieses Ohrsymbol dran sein. Ich gehe mal fest davon aus, dass wo man nicht horchen kann, kein nichts Böses drin ist. Aber ich glaube, die können wir noch nicht benutzen, ne? Wo ist sie denn? Hier, Fernbedienung für den Garagenöffner. Benutzen, ne. Das geht noch nicht. Dann muss ich noch mal kurz lesen, wie das geht mit dem Knöpfen. Lesen. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall
Abschalten. Drücke den linken Knopf. Start. Drücken Sie den mittleren Knopf. Entleeren. Drücken Sie den rechten Knopf. Im Falle einer Fehlfunktion, die konkrete Nutzung des Boilers verhindert, können Sie eine Notabschaltung durchführen, indem Sie den blauen Knopf für 4 Sekunden gedrückt halten. Das machen wir jetzt. Wir halten... Was war das? Wir halten den blauen Knopf für 4 Sekunden gedrückt. Ja, welcher Knopf ist denn blau? Der ist blau. 4. So. Jetzt haben wir das ausgeschaltet. Müssen wir das jetzt wieder einschalten? Ich weiß das nicht mehr. Ich probiere das nochmal. Nee, brauchen wir nicht. Es geht auf jeden Fall. Nee, was hört man dafür? Was? Maniac Mansion. Maniac Mansion ist ein geiles Spiel. Wie hört es sich denn an, wenn was Böses drin wäre? Ja, das macht so... Ich kann das nicht nachmachen, das Geräusch. Das macht auf jeden Fall so ein rauschiges Geräusch. So. Schon, hier haben wir das Überbrückungskabel. Betrachten. Gefällt mir nichts Ungewöhnliches, fällt ihr nichts auf. Hier können wir ins Auto gucken. Tja, das ist jetzt immer so eine Sache. Wenn sowas ist, wo wir eine Entscheidung haben, können wir Sachen nehmen oder nicht nehmen. Da kann ich nicht für garantieren. Ich sag ja, aber es kann sein, dass wir sterben. Okay, wir sterben nicht. Da war das letzte Mal nicht nur Glück. Betrachten. Haiku-Mappe 2. Können wir nichts mitmachen? Lesen können wir nicht? Benutzen können wir es nicht? Wir haben es einfach nur im Inventar. Ich weiß nicht genau, wofür die gut ist. Das kann ich nicht erklären. Aber wir können jetzt das Stromkabel oben anschließen. Dann können wir dieses... Genau, dieses Böse lässt sich vertreiben durch Licht. Auch. Aber nicht durch so eine kleine... Also wir haben zwar eine Kerze, eine Lichtquelle dabei, aber die Kerze, die reicht halt nicht. Ich glaube, hier können wir hier weiter. Ich glaube, hier brauchen wir noch einen Schlüssel. Ne? Schaufel, Eimer brauchen wir nicht. Nee. Ist der Dienstboteneingang. Brauchen wir noch einen Schlüssel für? Den haben wir noch nicht. Dieses durchgestrichene Auge heißt, da kann man sich verstecken. Dieses Zahnrad heißt, da können wir noch was machen. Im Wohnzimmer ist es der Kamin. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Das heißt, ich muss jetzt auch nach oben. Wir müssen jetzt auf den Balkon. Ja. Wir müssen auf den Balkon. Ich renne mal ein bisschen. Also wir können auch rennen, aber das ist halt Rennen. Ich weiß nicht, ob man das als Wegrennen bezeichnen würde. Die ist halt nicht so schnell unterwegs. Ah, ganz schön. Und danke für dein Follow. Habe ich dich eigentlich gerade richtig ausgesprochen? Warte mal. Go Freeze wahrscheinlich, ne? Danke für deinen Follow auf jeden Fall. Und der Chris hat mich geklippt. Das Geräusch. Nasenmilb Center. Ja, das sieht echt so aus, ne? Als ob der Nikolaus dem Elch hier auf die Nase stupst. Sorry, ich gehe wieder so nah ran. Sorry, sorry, sorry. Wenn es gleich komische Geräusche macht an der Tür, dreht den Sound mal ein bisschen auf. Dann kannst du das vielleicht mal hören. Hier nicht, hier nicht. Hier lang. Aber hier können wir nicht hören. Ab jetzt habe ich auch ehrlich gesagt wieder ein bisschen Schiss. Und wir können jetzt in den Raum rein, wo ich das erste Mal gestorben bin. Das traue ich mich gleich mal. Sollen wir das zuerst machen? Welche Tür war das denn nochmal? War das die erste? Ja. Komm, no risk, no fun. Ich werde mich ärgern, wenn ich wieder sterbe, aber ich probiere das jetzt mal. Ja, hier ist das Böse hinter. Ich
weiß nicht, ob ich das Spiel laut genug habe. Hörst du? Das macht so. Ist noch nicht mal so ein Rauschen. Das ist so ein... Ich weiß nicht, was ich das bezeichnen könnte. So. Jetzt machen wir das Licht an, jetzt geht das Böse weg. Also wenn wir da jetzt so reingegangen wären, ohne dass wir das gemacht hätten, wären wir tot gewesen. Und dann wäre der erste Charakter wär weg. Wäre halt permadeath. Und genau, wir müssen 5 von diesen Puppen sammeln. Das ist halt auch immer so ein bisschen rätselig. Gut, das habe ich noch nicht gelesen. Die Schallplatten, die über das Bett verstreut sind. Hier ist klassische Musik, obwohl ich die Stücke nicht kenne. Hier haben wir die Puppe. Rote Stoffpuppe. Eine Stoffpuppe mit einer Blume im Haar. Die habe ich letztes Mal nicht gefunden. Weil in diesem Raum bin ich nicht reingegangen. Eine Puppe mit einer Blume im Haar. Ist sie glücklich oder nur am Verhungern? Nicht so schön. Und hier haben wir eine Kassette. Marshas Aufzeichnung. Marshas müsste die Haushälterin gewesen sein. Eine Sprachaufzeichnung von Marsha, der Haushälterin der Hascha-Villa. Auf dem Etikett der Kassette steht 11. September 1998. Das spielen wir mal ab. Ich fange an, mir Sorgen zu machen. Vor einigen Tagen begann Mrs. Catherine mit den Kindern im Zimmer von Saul zu schlafen. Es geht mir... Was? Okay, jetzt bin ich am Arsch. Nachbarschaft ist ruhig, die Gegend wird verlassen. Ich weiß nicht, sollen wir uns das nochmal anhören? Hört sich an wie ein Suppentopf, der blubbert. Das ist ja geil. Rätselig? Ja. Das sind jetzt keine mega krassen Rätsel, aber... So halt wie in Resident Evil und Silent Hill, da sind ja auch mal so Rätsel drin. Ich weiß nicht. Können wir uns das nochmal anhören? Heiko-Mappe? Die Puppen? Streichhölzer. Ne, wir haben die Datei gar nicht... Das liegt hier auch nicht mehr, ne? Ne, schade, ich hätte mir das gerne nochmal angehört. So, hier können wir nicht hören. Ich kann das Licht auch wieder ausmachen. Aber ich lasse es einfach mal an. Hier können wir auch nicht hören. 3 Puppen fehlen mir auf jeden Fall noch. Die muss ich dann in das Zimmer hier rechts bringen. Aber dazu haben wir auch noch keinen Schlüssel, ne? Also nicht WC, sondern den Raum hier. Jetzt habe ich mich erschreckt. Oh nein, was passiert denn jetzt nochmal? Ich habe es vergessen. Etwas Schreckliches nähert sich. Du musst dich verstecken, bevor es zu spät ist. Schau dich um. Finde einen Ort, an dem du unentdeckt bleibst. Sobald du mit einem Versteck interagiert hast, wird es auf der Karte folgenden Symbol angezeigt. Genau, wir müssen da rechts in den Schrank jetzt. Und ich verkacke. Geh rein. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Jetzt ist der Herzschlag. Das habe ich letztes Mal so schlecht hingekriegt. So, wir müssen jetzt synchron. Immer wenn das Herz so pulsiert, die Space-Taste drücken. Das ist aber nicht so einfach gewesen. Hab ich's geschafft? Okay, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. So, ich will mal weiter. Alles klar. Dankeschön, dass du reingeschaut hast, Gofries. Und danke für dein Follow nochmal. Ja, schau gern wieder rein. In den Schrank. Genau, in den Schrankriss. Ich war im Schrank. Ach. Ich hab's geschafft erstmal. So. Achso, wir sind jetzt im Spielzimmer, ne? Hier kommen die Puppen rein. Ich guck nochmal, ob hier was liegt. Kindheitserinnerung, etwas mal. Ja. Hier. Ach, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Wisst ihr noch, in welcher Reihenfolge die Puppen da reinkamen? Das weiß ich nicht mehr. Müsste ich gleich nochmal gucken.
Da halten wir uns mal ganz schön fern von. Das machen wir jetzt erstmal weg. Geh mal schnell raus hier. So, wir gucken jetzt erstmal, dass das Ding hier wieder Strom hat. Kann ich gar nicht benutzen. Achso, ich muss... Muss ich I drücken? Benutze das jetzt direkt von alleine mit dem Ding? So. Direkt geschafft. Ah, jetzt können wir ins nächste Zimmer. Aber was haben wir denn noch im Inventar? Wofür war denn die Grillzange, Leute? Wisst ihr das noch? Den Rest weiß ich. Ich weiß diese Zange nicht mehr. Ich denke mal, hier liegen noch Sachen, weil das immer so leuchtet noch. So. Wir horchen. Ich höre nichts. Ich warte mal ein bisschen. Schwarz-weiß Fotos. Da mein Schlüssel. Goldener Schlüssel. Kleinen runden Schlüsselbund. Marsha steht da drauf. Marsha. Für den Schlüsselanhänger ist der Name zu eingraviert. Marsha. Das ist der Schlüssel für den Bediensteteneingang. Aber ich muss leider mich nochmal hier ein bisschen umsehen. Das mochte ich hier gar nicht. Das fand ich hier voll gruselig. Ich höre. Ich höre nichts. Hier ist wieder so eine Katze. Die war doch gestern... Nee, wann war das? Am Samstag beim Denny war die, ne? Diese Katze. Mit dem Schwanz, der dann als Tic-Tac war. Im Visage, ne? Irgendwo habe ich die gesehen, die Tage. Ich meine, beim Denny wär's. Habe noch nie von dieser Band gehört. Ich werde wohl alt. Hier war noch ein Tape. Mommy's really scared. Ja, genau, beim Denny war's. I'm too. Ich habe auch Angst. Alle Spiegel im Haus zerbrochen. Ja, irgendwas hat es halt zu tun mit dieser Spieluhr. Aber was genau, weiß ich auch noch nicht. Hier ist der Kleber. Okay, dann machen wir das gleich als nächstes. Ich habe gesehen, wie Antiquitäten mit einem ähnlichen Kunststoff repariert werden. Wenn es bei Ihnen funktioniert, wird es auch hier, ja. Das weiß ich. Ich spiele ja... Ich glaube, ich spiele auf Mittel, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es auch schwer, dass man sich noch öfter verstecken muss hier. Ich traue mich gar nicht hier raus. Hallo, Coinsbasy! Hab ich dir noch nicht Hallo gesagt? Doch, ich habe doch Danke für deinen Host auch gesagt, ne? Ich meinte, ich hätte dich begrüßt und hat auch Danke gesagt. Hören wir was? Ich höre, glaube ich, nichts. Wie lange bin ich denn schon dran? 1 Stunde und 10 Minuten. Ich dachte, ich kriege das schneller durch. Toilette ist verstopft. Hier brauchen wir den Pömpel. Oder was haben wir hier nochmal gebraucht? Warte mal, die Zange haben wir hier, glaube ich, gebraucht, ne? Ich glaube, dafür war die Zange da. Macht ihr das auch immer zu Hause? War am Zocken, Ton war kommt. Achso, okay. Ich habe dich aber schon begrüßt. So, wir haben die nächste Puppe. So. Spiegel ist kaputt. Okay, wir haben wieder Herzschlag. Ich müsste mal zur Toilette, wenn ich gerade die Toilette sehe. Ich warte mal kurz, bis der wieder weg ist. Hier können wir nicht täuschen. Okay. Das heißt, mir fehlen noch 2 Puppen.
Da hinten war ich bisher noch nicht drin. Ja, da ist auch jetzt das Böse drin. Achso, ich wollte ja nicht so nah dran, ne? Da können wir leider nicht rein. Hier kann ich nicht horchen. Dann machen wir das jetzt erst mit dem Kleber. Und danach machen wir den Dienstboteneingang. Ich gehe so ungern so nah an den Fenstern vorbei. Ich habe immer Angst, dass da was rausgeplatzt kommt. Stimmt, die Lampe ist jetzt grün. Die war vorher nicht an. So. Kuh. Wir müssen einmal den Kleber benutzen. Damit würde ich nur die Tür blockieren. Okay, dann müssen wir einmal den Kleber kombinieren mit dem Ring. Und den müssen wir dann benutzen. Gute Arbeit, Sophie. Und dann horchen wir mal. Ich höre nichts. Ich weiß gar nicht mehr, was hier drin war. Haufenweise Papiere. Gut, das haben wir auch schon gelesen. Da ist der Haken für den Dachboden. Solche Haken werden normalerweise verwendet, um entfernte Griffe zu erreichen. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt erst auf den Dachboden. Weil das ist ja hier direkt um die Ecke. Warte mal. Wann bin ich denn nochmal das dritte Mal gestorben? Das erste Mal bin ich gestorben, als ich ins Schlafzimmer gegangen bin. Dann bin ich gestorben, als ich das falsche Fenster genommen habe. Ach ja, als ich die Badewanne unten angeklickt habe. Die Badewanne darf ich auch nicht anklicken. Und einmal, als ich in dem Raum eingesperrt war, da weiß ich aber bis heute auch nicht, was ich da hätte anders machen sollen. Also, wenn das wieder passiert, werde ich da wieder sterben. Ich denke mal, das passiert auch random, dass das Böse dann einfach mal so kommt. So, dann gehen wir jetzt auf den Dachboden. Done. Although I'm not sure if I should be relieved, to be honest. So, ich gehe nicht aus diesem Fenster raus. Dann sterbe ich nämlich wieder. Ja, ich weiß, dass da jemand steht. Hey. Geht's dir gut? Are you okay? Ich glaube, der geht's nicht so gut. What is this? Errungenschaft? Papierschaften? Wieso habe ich die denn beim letzten Mal nicht gekriegt? Haschas Haiku, Sammelobjekt. Eine Reihe kleiner Gedichte von Sebastian P. Hascher. Niemand weiß, was ihn inspiriert hat. Haiku ändern? Kombinieren? Lesen. Ein verlorener Freund, was für ein Geschenk, wenn er das überhaupt noch ist. Ich weiß überhaupt nicht, was es mit dieser Mappe auf sich hat. Keine Ahnung. Wo ist sie hin? So, aus dem Fenster können wir jetzt sicher gehen. Glaube ich. Ich habe wieder Angst, ey. Aber ich meinte, das war das Richtige. Ja. It's a good thing I'm not wearing high heels. Ja, wir gehen auch direkt runter. Oh, oh.
Warte mal, wo bin ich denn nochmal? Ach ja, da. Hier kann ich nur reingehen, hier kann ich nicht horchen. Da gehen wir einfach mal rein. Hallo? Ist da jemand? Wir sind jetzt im Schlafzimmer von denen. Zerknülltes Papier. Aber die können das Haus nicht verlassen. Da, wenn die nächste Puppe. Aber wir haben schon so viele Puppen jetzt, ne? Warte mal, wie viel haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4. Eine fehlt uns noch. Muss ich mal gucken. Mein Mikro, mein Headset knackt manchmal, ne? Holzbase hat schon 60 Stunden. Chris hat schon 175 Stunden. Sehr schön. Ich weiß nicht, welche Tür wir jetzt benutzen müssen. Oh! Wo kommt das denn her? Das war letztes Mal nicht. Das war letztes Mal nicht. Jetzt doch nicht Toki! Doch nicht jetzt! Wieso machst du denn jetzt Toki, wie auch immer das ist? Leute! Wer war's? Chris! Du kannst doch jetzt kein Toki machen! Alter! Und Bella hat schon 53 Stunden! Geht's doch nicht Toki, ey. Jetzt geht's weiter. Macht mich hier kaputt, Mensch. Sei froh, dass es nicht Blockbox war. Das ist relativ egal, was es jetzt gewesen wäre. In so einer Situation. Ach, da ist jetzt das Böse drin? Da war ich doch letztes Mal drin. Ist neu, ne? Wow, jetzt kommt der Blockbox. Ja, denke ich mir doch. Wer wart? Coin Spacey. Ah, jetzt kann ich nicht hören. Muss ich kurz abwarten. Muss ich kurz abwarten, weil ich muss die Tür hören. Hier höre ich nichts. Verschwindet Türschlösser? Ha. Wenn die das nicht aus der Sicht des Rahmens gemacht hätten, wäre das viel, viel erschreckender gewesen. Ja. Aber kleiner Vogel. Poor bird. Probably died instantly. So. Ja, wir müssen jetzt in den Bereich, wo ich gar nicht hin will. Wo ich das letzte Mal auch schon mal gestorben bin, aber da müssen wir hin. Ist da was mir noch fehlt? Das Brennstoffzeug, womit ich den Kamin anzünden kann. Finden wir das unten erst? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich muss noch mal aus dem Fenster gucken, ob die Frau da steht. Nee, die steht da nicht. Die stand da letzte Mal, ne? Jetzt doch nicht, Dogi. Chris, danke für die Clips. Wir müssen durch die Garage, ne? Wir können nicht den Haupteingang benutzen, oder? Ich glaube. Ich bin jetzt ein bisschen angespannt hier.
Aber jetzt habe ich ehrlich gesagt wieder ein bisschen Schiss, dass ich sterbe. Was ist das denn für ein roter Punkt da auf der Map? Seht ihr den? Ach, das ist die Alarmanlage. Ey, ich wollte schon sagen. Vor dem Raum hier habe ich tierisch Angst. Weil ich da einfach gestorben bin. Ne? Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß auch nicht, was ich da hätte machen sollen. Was bleibt sie dann einfach stehen? Nö. So. Wir horchen. Wahrscheinlich ist die wahnsinnige Tussi schon längst im Haus und deswegen nicht mehr draußen. Chris, hör doch auf! Ich habe die nicht im Haus gesehen das letzte Mal, aber letztes Mal habe ich auch nicht gesehen, dass im Keller jemand im Schrank gegangen war und die Hand dann nachher kam. Also, vielleicht sind doch ein paar Sachen anders. Achso, ja. Benutzen, bitte. Ich bezweifle, dass ich den Schlüssel noch einmal brauchen werde. Das ist okay. Oh, hier bin ich gar nicht gerne. Überhaupt nicht. Ist da was? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, ich glaube, bei beiden Türen ist nichts. Ich muss zuerst in die eine Tür hier. Geht nicht anders. Hoffentlich ist da nichts. Hier kam auch die eine Kacke mit der Nähmaschine. Da ist die letzte Puppe. So, und ab jetzt ist gleich alles neu. Hier ist doch letztes Mal eine Katze hingekommen. Wieso kommt die nicht? Guck dir das Bild an, Mensch. Hakelige Steuerung manchmal, echt. Ah! Ich wusste, dass da so eine Scheißszene kommt und ich erschrecke mich trotzdem zu Tode. Mist! Geh in den Schrank. Da ist aber nichts drin. Cola, Zimt und Spekulatius. Dazu. Was? Schon sehr zimtig. Ich würde die gerne mal probieren, aber das ist light, ne? Oder Zero. Ich bin auch erschrocken. Sehr gut. Ich mag überhaupt keine Light- und Zero-Produkte. Das ist mir einfach. Bäh. Das ist nicht meins. Aber letztes Mal ist hier aber. Da war das ganz anders. Da kam noch so Luftzug und so. Ist hier nichts drin? Ich meine, ich habe ja alle Puppen. Ich brauche ja eigentlich nichts mehr, ne? Aber jetzt, ich habe echt mega Schiss jetzt gerade. Ich muss leiser machen, glaube ich. Meine Nerven machen es gerade nicht mehr mit. Ah. Was? Mega Man Zero? Nix, Mega Man Zero? Cola Zero. Colin Spacey denkt immer nur an Mega Man. Das ist krass, dass das beim letzten Mal anders war, ne? Ich habe keine Ahnung mehr, was das für ein Raum war. Ach, das ist das Kackbadezimmer. Ah, da haben wir das für den Kamin. Gut, dass ich hier noch lang gegangen bin. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was das auslöst. Das habe ich beim letzten Mal nicht verstanden. Ew. Nee. Geh weg von der Badewanne. Die hat mich letztes Mal umgebracht. Nicht jetzt, Soße! Nein. Warum ist das so laut? Wie mit euren Sounds jetzt? Ich hab voll Schiss gerade. Ich will nicht sterben.
So. Ja, schön mit Fragezeichen markiert da, du blöde Karte, ne? Weiß genau, dass uns das umbringen würde. So, in dem Raum bin ich auch gestorben. Ich habe auch mega Angst, hier reinzugehen. Einfach hier raus. Schnell hier raus. Tschüss. Geh einfach raus. So. Ab jetzt dann kann alles passieren. Ab jetzt dann ist alles offen. Wir müssen jetzt die Puppen einsetzen. Ich wette, ich verliere gleich noch mindestens 2 Charaktere. Jetzt wird spannend, Leute. War das die Tür? Nee, das WC. Ich verwechsel die beiden Türen immer. Dann war das die Tür. Nein, ich hab nicht gehorcht. Die Tussi ist nicht da. Hör auf. Guck erst noch aus. Hier mache ich gleich auf den Rückweg. Habt ihr euch die Reihenfolge gemerkt? Ich habe mir absolut nicht Reihenfolge gemerkt. Warte mal. Ein paar waren aber logisch hier. Die Badewannenfrau, die geht ins Badezimmer. Ich glaube, das Lieschen mit der Brille, die war in der Bibliothek. Ja, und den Rest weiß ich nicht mehr. Ne, den Rest weiß ich nicht mehr. Nee, da muss, muss ich einmal in die Lösung gucken. Das tut mir echt leid. Aber das dauert echt. Wer hat mich hinzugefügt? Ich kriege immer so viele Freundschaftsanfragen bei Steam. Das sind alles Leute, die mein Profil sehen. Wegen meinen CSGO-Skins. Das ist doch Mist. Das sind ja irgendwelche Leute, die traden wollen oder sowas. Oder einen zuspammen. Puppe, und da muss eine Puppe rein. Wo muss die Puppe rein? Puppe, Puppe, Puppe. Da bin ich zu weit. Schummel nicht schon wieder. Ich guck doch nur, in welche... Guck mal. Hier. Ich mach das mal ganz kurz. So. Duschpuppe im Badezimmer haben wir. Puppe mit der Brille in der Bibliothek. Guck mal, 2 habe ich doch schon richtig. Die hässliche Puppe in den ersten Raum unten links. Das hätte ich schon mal nicht gemacht. So. In dem unten links. Platziere die orangene Puppe im Esszimmer. Welches ist denn orange von den beiden? Die, ne? Ist das das Esszimmer? Ja. Und die letzte Puppe in die Küche. Was hast du erwartet, was passieren würde? Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Plan habe oder ob ich tue. Was? Das war falsch! Das steht hier so! Dann ist doch hier. So, ich lese mal vor. Sie müssen die Duschhaubenpuppe im Badezimmer platzieren. Punkt. Das ist doch die Duschpuppe. Das ist doch ein Bad. So. Platziere die Puppe mit der Brille in der Bibliothek. Das ist Puppe mit Brille. Und das ist doch eindeutig eine Bibliothek. Ja. Platziere die Puppe in. Stelle die hässliche Puppe in den ersten linken Raum unten in der linken Ecke des Puppenhauses. Das ist doch wohl eindeutig die hässliche Puppe. Linke Ecke. Da. So. Orangene Puppe im Esszimmer. Die ist doch wohl orange. Und das ist doch wohl ein Esszimmer. Und die letzte Puppe in der Küche. Dann ist doch wohl Küche. Das steht hier aber so. Das steht doch hier aber so. Die letzten beiden Puppen tauschen vielleicht. Ja, aber die ist ja rot. Ich bin doch nicht farbenblind.
Ja, probiere ich mal kurz. Wenn das nicht geht, dann suche ich mal eine andere Lösung. Ja. Badezimmertante im Badezimmer. Brillentante hier rein. Jetzt nicht ihr Popo. Unten links. Ah, dann ist das jetzt die orangene Puppe im Esszimmer. Die letzte Puppe, Küche. Das ist tatsächlich richtig. Sind die denn farbenblind? Können die denn orange und rot nicht auseinanderhalten? Wofür ist der denn jetzt gut? Wofür ist dieser Schlüssel? Er wirkt fehl am Platz, selbst für dieses Haus. Ja, wofür ist der gut? Also ab jetzt ist alles neu für mich. Ich mach mal kurz die Lösung hier weg. Ich will mich jetzt nicht spoilern. Ich habe ja letztes Mal schon ein bisschen gelesen. Also ein bisschen weiß ich noch. Jackie in die Mörderpuppe. Ja, ja, fast, ne? So, ich weiß, dass ich das jetzt unten am Kamin anzünden muss. Ich habe mir meine Zelle hier hingelegt. Und da muss ich halt Sachen... Jetzt habe ich halt Angst. Habe ich den Schlüssel mitgenommen? Ja. So, das Rest des Spieles gehen wir in diesen Schrank und bleiben da. Habt ihr damit ein Problem? So, wir müssen jetzt unten... Ich habe Angst. Ja klar, heute jetzt wieder, weißt du? Geh einfach weg. Ich muss das leiser machen, das macht mich fertig, das Spiel. Schlimme ist halt, dass man Permadeath hat, ne? Wohnzimmer, ist richtig. Boah, ich dachte, da steht jemand. Ich werde hier schon verrückt. So, benutzen. Ja, Bomber, wie immer auf Platz 1. Ne? Patrick auf Platz 2. Danny, Chris, Nessie, Insider, Blaue Flamme, Käse, Snoroku, Maibär. Und ich weiß, dass wir jetzt in den Speisesaal sollen. Ich habe halt keine Ahnung, was das bringt mit dem Feuer. Speisesaal. Ist Speisesaal Esszimmer? Ja, ne? Ich muss wieder ein bisschen lauter machen, weil ich an den Türen hören muss. Esszimmer wird Speisesaal sein. Warte mal, ich muss mich mal kurz orientieren. Okay, wenn da was kommt, kann ich mich unter dem Tisch verstecken. Ja, geil, jetzt sitzt da jemand. Ich klicke das jetzt an und sterbe. Ich sag euch das nur schon mal voraus, aber ich muss es anklicken, weil ich zu neugierig bin. Ich bin sprachlos. Ja, das bin ich auch. Hilf uns, rette uns, wir sind verlassen. Ein verblasstes Papierblatt. Mysteriöse Weise in die Hascherwille aufgetaucht. Rette uns, hilf uns, wir sind uns verloren. Ich bin sprachlos, ja. Ich bin auch sprachlos. Ja. Wir gehen jetzt mal in die Küche weiter. Wir müssen nämlich jetzt die Räume abgehen. Da, wo wir die Puppen hingesetzt haben. Das sind jetzt quasi die Puppen, die wir da abgesetzt haben. Speise, Essen. Ja, ja, macht Sinn, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Obwohl ich... Ich denke mal, die Reihenfolge ist egal, oder? Oder der Ventilator. Würde der mich nicht so erschrecken? War das die nächste Puppe? Ich bin sprachlos. Sie ist schon wieder sprachlos. Hilf uns, rette uns. Gefangen. Seinem. Verlassenen. Unterwerfen. Was? Sind auf mysteriöse Weise in die Hascherwille aufgetaucht. Hilf uns, rette uns. Gefangen. Seinem. Verlangen. Unterworfen. So. Gehen wir jetzt mal oben ins Arbeitszimmer. Oder wo ist das Arbeitszimmer? Ich würde sagen, wir müssen da oben ins Arbeitszimmer. In irgendein Badezimmer.
Wir gehen erstmal ins Arbeitszimmer. Boah, ich will nicht nach oben jetzt. Nein, hier nicht rein. Oh! Oh, Ventilator! Ich kann nicht mehr in die Türen. Ich vermisse Katja. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ja, das hoffe ich auch. Aber sie ist ja nicht weg. Sie ist ja nur halt in anderen Streams. Sie ist jetzt immer bei Drake und so. Also wenn du sie mal wiedersehen willst, guck mal beim Drake rein. Boah, jetzt nochmal nach oben, weißt du? Das machen meine Nerven wieder nicht mit. Und da flackert es jetzt auch noch. Wieso bin ich denn nicht zuerst ins Arbeitszimmer gegangen, ich Trottel? Ja, sie dreht sich einfach um. Guck mal zum Fenster raus, ich will da nicht mehr rausgucken, Chris. Vielleicht mache ich das auf dem Rückweg. Ich habe mir die Räume ja hier notiert. Wir müssen gleich irgendwie gucken, dass wir ins Hauptbadezimmer kommen. Ich bin sprachlos. Hilf uns hier herauszukommen, befreie uns. Ich hatte auch mit den Puppen recht. Ja, aber das ist ja nichts Positives, wenn ich da rausgucke und die Frau sehe. So, was würdet ihr denn sagen, was das Hauptbadezimmer ist? Wir haben unten zwei WCs. Und oben auch nochmal zwei WCs. Was würdet ihr sagen, ist das Hauptbadezimmer? Nee, du kannst mich mal. Ich gehe nicht in dem Badezimmer mit der Badewanne rein. Das ist das allerletzte, was ich ausprobieren werde. Also das hier ist das letzte, was ich ausprobieren werde. Ach, das ist auch gar nicht markiert als Badezimmer. Also unten sind ja normalerweise immer Gästezimmer, würde ich sagen, oder? Die sind halt alle nicht so groß gewesen. Ich probiere erstmal das oben rechts. Ihr wisst auch nicht so ganz, ne? Weil wir haben ja die Duschbadehaumpuppe. Das Badezimmer beim Master Bedroom. Ja, das Ding ist... Ah, ihr seht ja nicht, wo ich drauf zeige. Da, wo das Hauptschlafzimmer ist, ist ja noch ein Raum, da steht kein Name drin. Links daneben. Da bin ich ja nicht reingegangen, weil da das Böse war. Ich meine, als ich beim letzten Mal da reingegangen bin, da konnte ich da rein und da war auch noch mal ein Badezimmer. Ich probiere dann erst auf dem Flur. Komm. Lief schon wieder ein Junge. Hier ist keine Puppe drin. Scheiße. Immer diese Angst vor dem Bösen. Ich habe halt echt Schiss jetzt. Du, ich schreibe gar nichts. Was doch? Schreib doch. Ich guck noch aus dem Fenster. Ich will nur nicht sterben jetzt mehr. Ja, ist wahrscheinlich da, wo der Junge hin ist, ne? Ich guck einfach weg. Aber sofort. Chris, wenn wir runtergehen, gucke ich raus. Versprochen. Versprochen. Und guten Abend, Käse! Was war das? So, hier müsste noch... Also hier müsste jetzt noch ein WC sein. Mal horchen. Ist, glaube ich, nichts Böses mehr drin. Oh, komm, lass das das Hauptbadezimmer sein. Ja,
Das ist das Hauptbadezimmer. So. Sebastian, ich habe die Spieluhr erhalten. Ich kann ihren Anblick nicht mehr ertragen, aber ich höre... Achso, das haben wir auch schon gelesen beim letzten Mal, sorry. Ja, süß. Weißt du? Jetzt, ne? Was soll ich machen? Wo soll ich mich verstecken? Ich habe keine Karte mehr, ich habe nichts mehr. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich werde jetzt sterben. Okay, es hört auf. Spiel, mach mich nicht fertig. Ich hätte halt gedacht, hier liegt noch eine Datei. Ich bin sprachlos. Ja, liegt auch. Wirf das Dunkle ins Feuer. Ja. Naja, ich weiß ja, was wir machen müssen. Ich bin fertig. Ich bin fix und fertig. Wir werfen jetzt die hässliche... Unter Bett ging nicht. Wir müssen jetzt die hässliche holen, die hässliche Puppe und die ins Feuer werfen. Links rum muss ich. Sicher? Ja. Danach guck ich aus dem Fenster, Chris. Wenn da was ist und ich sterbe, dann musst du das Spiel nochmal spielen. Von vorne. Das sag ich dir. Das sag ich dir. Jetzt schon wieder. Jetzt hör doch mal auf, Spiel. Ich muss in die Kacktür rein, ne? Nee, muss ich nicht. Ich muss in die Kacktür rein. Da ist aber nichts. Den Teufel werde ich tun. Chris, komm doch. Mach doch mal. Den Teufel werde ich tun, sagt er. Zweites Bild von Saul. Ja, von mir aus. Ich kann die Puppen noch nicht mal anklicken, was das Problem. Noch jetzt. So, hässliche, komm. Du wirst jetzt ins Feuer geschmissen. So, Chris, wir gucken jetzt nur für dich aus dem Fenster. Außer mich verfolgt jetzt was. Und ich muss rennen. Wehe, die steht da jetzt wieder. Chris, nur für dich. Hier, guck. Da steht aber keiner. Ich guck weg. Mann, bist du ein Fiesen. Lässt mich hier leiden. Und guck selber weg. Ich hab Angst. Jetzt, nein. War hier die Bibliothek? Wohnzimmer. Ich kann nicht hören hier. Keiner da. Nee, keiner da. Komm, Puppe. Weg mit dir. Kuh. Kann ich Kuh drücken? So, weg mit dir, Puppe. Ab jetzt weiß ich nicht mehr, was wir machen müssen. Feuer war definitiv der richtige Ort für das hässliche Ding. Ja doch, warte mal. Wir müssen jetzt wahrscheinlich... Wo war denn diese schwarze Tür noch? War die im Esszimmer? Also Bibliothek war sie nicht. Esszimmer, Küche... Also einer von den vier Räumen da oben. Wir gehen mal ins Esszimmer. Weil wir haben jetzt den Schlüssel. Kann ich horchen? Ich kann nicht horchen. Nicht die Puppe, aber die ist doch hässlich.
Nee, hier war es nicht. Wisst ihr noch, wo die war? Diese Tür? Warte mal, nicht da was Neues? Da war so ein schwarzer Umriss an der Wand. Hässliche Puppe. Da, da, die meine ich. Ich sag doch, einer von den vier Türen war's. Ja, aber... Wollen wir da rein oder sterben wir? Ich kann nicht horchen. Ich probier's jetzt. Ich habe noch drei Charaktere. Arschlecken. Ich kann nicht hören. Wir gehen rein. Wir gehen einfach rein. Komm, klick. Achso, ich muss spielen. Ich dachte, das wäre die Sequenz. Ja, ich habe ja keine andere Möglichkeit mehr jetzt. Verdammt, was bin ich hier hineingeraten? Irgendwo anders, geil. Wir haben keine Karte. Was zum Himmel ist das hier? Was sind all diese Texte? Warum dieser schreckliche feuchte Geruch? Ach man, sie läuft einfach immer falsch, ne? Komm, letzte Tür. Da, wir haben ihn gefunden! Lebt er noch? Ich denke mal, wir sind jetzt auch gefangen da unten, ne? Wir haben ihn gefunden! Wup, wup, wup! Und ich habe keinen Charakter verloren! Errungenschaft! Drei Stück, irgendwo anders. Prinzessin in strahlender Rüstung. Niedergang des Hauses, Sascha. Sie haben mich gefunden. Ich war fiebrig. Achso, ich erinnere mich nicht mehr an die Fahrt ins Krankenhaus. Aber ich habe ein paar Fragen über die Spieluhr gemurmelt. Ich hatte es gehört, dieses endlose, grimmige Lied, dass ich nicht mehr aus meinem Kopf verbannen konnte. Ich hätte schwören können, dass sie dort gesehen habe, auf dem Tisch. Auf der anderen Seite des Spiegels. Nein, unmöglich. Da war kein Spieluhr. Es war nur eine Halluzination, eine Illusion. Ich muss mich einfach ausruhen, das war alles. Ich muss mich ausruhen. Thanks for the GG. Where am I? Oh nein. Es lädt. Ich habe die erste Episode geschafft und keiner ist gestorben. Ach, ist das herrlich. Warum stand die Frau jetzt nicht im Garten? Ich kann dir das nicht sagen, warum die nicht im Garten stand. Keine Ahnung. Hype. Episode 2. Ich habe ja schon gesagt, ich habe die zweite gekauft. Ich habe die schon gekauft, bevor ich die erste überhaupt gespielt habe. Ah. Wie spät haben wir denn? Wir haben erst 20 nach, ne? Sollen wir die zweite dann nochmal kurz angucken spielen? Das Ding ist, jetzt ist wieder alles neu für mich. Und ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt wieder so intelligent spielen werde, dass mir die ganzen Charaktere wegsterben werden. Und dass ich dann nochmal komplett die Episode machen muss. Die dritte ist am 13. Dezember rausgekommen. Neuland für die Vini. Die Vini hat geübt. Ja, was heißt denn, ich habe geübt? Ich hab letzte Woche habe ich ja mit euch zusammen gestreamt. Das kann ich ja nicht üben. Ich wusste halt zwei Stellen, drei Stellen, wo ich sterben werde. Die habe ich jetzt vermeiden können.
Und ich glaube, ich gehe mal eben zur Toilette. Und dann starten wir nochmal in die zweite Episode, würde ich sagen. Ich mache nochmal eine ganz kurze Pause. Moment. Pause. Wo bist du? Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Ich stöpsel mich nochmal kurz ein. Moment. Musik aus. Und da bin ich wieder. So, was habt ihr denn noch geschrieben? Okay, ihr redet gerade über Schweizer Franken. Ja, Coin, du brauchst eine Cam. Ich freue mich auch schon, wenn du deine Cam hast. Es wird Zeit. So. Boah, ich will gar nicht. Episode 2. Ändere ich gleich mal den Streamtitel. Ich weiß nämlich nicht, ob wir jetzt in der Hascha-Villa sind. Ich denke mal nicht. Okay, wir spielen, glaube ich, wieder Daniel. Was zum... Wo bin ich? Das hatten wir schon, Spiel. Sie an, sieht an, als ob jemand aus dem der Röschenstraße wacht ist. Wie fühlt es sich an? Mein Kopf, ich hatte einen Traum. Es geht mir gut. Ein bisschen besser. I'm okay. Thanks for coming, Lydia. Du hast uns alle ganz schön im Atem gehalten. Als ich dich gefunden habe, mein Gott, Daniel, ich bin froh, als du wach warst, dass du wach warst. Soph, es geht mir besser. Es geht mir gut. Übrigens, ich habe im Haus von Hascha eine Nachricht gefunden. Sie? Daniel, der Arzt hat gesagt, du brauchst jetzt absolute Ruhe. Absolute Ruhe. Es geht mir gut, wirklich. Ich habe das hier gefunden. Anscheinend hat Hascha eine Spieluhr von einem seiner Bekannten erhalten. Einen gewissen Herrn Färber. Scheint, als wäre er mit seinen Nachforschungen über die Spieluhr beschäftigt gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in unserer Nase in Angelegenheit stecken sollten, nach allem, was passiert ist. Sie hat recht, Daniel. Die Polizei muss kurz davor sein, den Aufenthaltsort von Hascha zu finden. Glaubst du, die Polizei hätte mich gefunden? Wir müssen Hascha finden. Ich habe die Spieluhr gesehen, Färber einen Brief geschrieben hat. Aber sie war nicht wirklich da. Es wäre, als ob sie auf der anderen Seite des... Ich denke, wir sollten diesem Färber einen Besuch abstatten und ihn nach der Spieluhr nach Hause fragen. Er hat einen Laden in der Stadt, nicht weit von hier. Daniel, bitte. Es geht mir gut, wirklich.
Ich glaube, in den Laden zu gehen und dem Besitzer ein paar Fragen zu stellen, sollte machbar sein. Meinst du nicht auch? Usher erhielt eine seltsame Spieluhr von seinem Freund Isaac Färber, die sie wiederum zusammen mit anderen Antiquitäten bei einer Auktion erwarb. Licht ist dein bester Freund. Wir haben dein schlimmster Feind. Ja. Und wir können wieder aussuchen. Warte mal, wir sind nicht mehr in der Hascherwelle. Das stört mich. Ich muss den Titel mal kurz ein bisschen ändern. Mach mal Episode 2 da raus. So. Oh, na, 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 na. Genau, kauf dir dann die Cam einfach selber. Zeig uns mal ein paar tausend Schweizer Frankenscheine. Ich glaube, ich habe nicht mal 200er. Ich habe jetzt aber auch keinen 200-Euro-Schein im Portemonnaie. Genau, ich habe auch nie was gut. Ja, bei mir ist aber auch so. Und danke fürs WB, Patrick. Richtig hübsch fandst du die? Ach, wisst ihr, was ich jetzt, bevor ich Angst habe? Dass... Ach nee, ich habe im ersten Kapitel ja keine verloren, ne? Dass, wenn ich das zweite Kapitel durchspiele und sagen wir nur ein Charakter übrig bleibt, ich dann auch im dritten Kapitel nur einen Charakter habe. Sophie? Sophie haben wir doch gerade gespielt, ne? Lichtquelle Querzen, genau, das haben wir auch schon gelesen, aber die ist neu. Erika Färber, Alter 24, Lichtquelle Feuerzeug. Erika leitet zusammen mit ihrem Vater Isaac das Antiquitätengeschäft Färber und Söhne. Während er in der Kurzexperte ist, kümmert sie sich um das Geschäftliche. Sie ist immer über jedes noch so kleine Detail des Geschäfts informiert. Ihre Abenteuerlust führt sie um die ganze Welt. Steht sie auf der Suche nach einem neuen Gegenstand für ihr Geschäft. Erika ist unglaublich aktiv, hat viele Hobbys und lässt ihre Fantasie bei jeder Gelegenheit freien Lauf. Schnelligkeit, Unauffälligkeit, Stärke, Gelassenheit. Okay, wir haben mal die Tochter. René. Atikas. Alter 37, Lichtquelle Taschenlampe. René wurde zum Polizisten geboren und wird auch als solcher sterben. Er wurde in der Karibik geboren und war aber von der Polizei in seiner Heimatstadt sehr enttäuscht. Er entschied sich daher, nach Europa zu ziehen, wo er glaubte, dass seine Integrität und sein Pflichtbewusstsein ihm besser dienen würden. Schnelligkeit, Unauffälligkeit, Stärke, Gelassenheit. Oh, der hat eine Knarre. Holster und gesichert. Gemäß den Sicherheitsvorschriften. Ich hoffe, dass ich sie nie benutzen muss. Der hat eine Knarre. Was hat sie denn? Radiokassettenspieler. Meine Lieblingsmusik. Hilft mir zu konzentrieren. Naja, also wenn ich mir aussuchen könnte, ein Polizist mit einer Knarre oder eine mit einer Kassettenspielerin, dann nehme ich doch lieber den Bullen mit der Knarre, oder? Ich weiß nicht. Wen haben wir denn noch? Daniel Neuer. Alter 43, Lichtquelle Taschenlampe. Daniel ist ein Ex-Publizist, ich habe Polizist erst gelesen, und Ex-Unternehmer, der aufgrund seiner gescheiterten Unternehmungen dem Alkohol verfallen war. Seine Alkoholsucht hat ihn, seine Gesundheit, seine Ehe mit seiner Jugendliebe Sophie und sogar sein Zuhause gekostet. Daniel, der seit einiger Zeit nüchtern ist, hat es endlich geschafft, einen sicheren Arbeitsplatz zu finden und sein Leben langsam wieder aufzubauen. Der hat alles ausgeglichen hier. Schnelligkeit, Unauffälligkeit, Stärke, Gelassenheit. Hier würden Randale gemacht. Abzeichen. Ich muss alles verlieren, um mich zu finden. Ich will nicht, dass nochmal passiert, Daniel. Ach so, das ist hier so eine Medaille dafür, dass du so und so viele Tage nicht Alkohol getrunken hast, wahrscheinlich. Ach, wir haben nur 1, 2, 4 haben wir wieder.
Habt ihr irgendjemanden einen Wunsch, den ich nehmen soll? Oder ist euch das egal? Ich würde sie sonst wieder nehmen. Ich meine, ich habe ja letztes Mal auch mit anderen Charakteren gespielt. Es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Finde ich ein bisschen schade. Weil wenn man sowas einbaut, finde ich, sollten die auch so ihre eigenen Spezialitäten haben. Ich mach einen Raffle zum Auslosen. Ich mach doch jetzt keinen Raffle für die Person. Quatsch. Ja, ich war, ihr merkt, ich drücke mich so ein bisschen vor der nächsten Episode, ne? Komm, wir nehmen wieder sie. Ja, Duschkerzen habe ich aber überhaupt nicht benutzt. Sophie. Glücksbringer Duftkerzen. Bonus-Glücksbringer. Kein zusätzlicher Gegenstand. Trage keinen zusätzlichen persönlichen Gegenstand. Sammelobjekte. Was bringt mir das denn jetzt? Das habe ich vorhin schon nicht verstanden. Was soll mir denn diese Haikuns bringen? Was bringt mir jetzt, wenn ich die mitnehme? Nix Rufel! Bei mir gibt's keinen Rufel! Rufel gibt's beim Danny und beim Chris. Ja, keine Ahnung. Nicht, dass ich die jetzt nehme und das hier voll das gute Goodie ist und ich die dann abkratzen lasse. So ein bisschen kaum erklärt, ne? Isaac Färber ist ein Inhaber eines etablierten Antiquitätengeschäfts, das er mit seiner Tochter Erika leitet. Er ist seit Jahren mit Hascher befreundet. Ich denke mal, jetzt kommt wieder so ein bisschen sowas wie ein Prolog. Versuche immer, Türen zunächst zu lauschen. Es könnte dir das Leben retten. Ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt als nächste Location den Antiquitätenladen haben. Der ist ja nicht so groß, oder? Gerade hatten wir eine richtige Villa. Wuh! Nicht abkatzen, bitte. Da geht's einher für 17 Monate. Ja, Insider, du hast es verpasst. Ich habe die erste Episode durchgespielt, ohne einen einzigen Charakter verloren zu haben. Ich habe es geschafft. Und das in weniger... Ah nee, warte mal, wann habe ich 19.30 Uhr? Ja, letztes Mal habe ich 3 Stunden gebraucht, dieses Mal habe ich fast 2 gebraucht. Habe ich eigentlich ein neues Emoji jetzt gekriegt? Nee, ich habe ja schon... Wer hat denn heute gesubbt noch? Der Jansoft hat gesubbt? Und der Denny? Der Insider? Ich muss gleich nochmal gucken. Das lädt sehr lange, aber das hat es gerade auch bei der ersten Episode, sollten wir uns keine Sorgen machen. So, wer hat denn jetzt ein Emoji gekriegt? Haut mal raus. Also ich glaube, ich habe nichts gekriegt. Ich habe noch gesagt, der Chris war's. Oh, tut mir leid, ich hätte nachgeguckt. Der Chris war's, stimmt. Oh Chris, das tut mir leid, sorry. Warte, ich guck noch ganz kurz, wer es war. Ich kann mir nicht immer alles merken. Wo sieht man denn das nochmal? Ich habe ja nicht dieses tolle OBS Streamlabs. Ich mache ja mit Studio. Ich bin ja noch oldschool hier. Jetzt kann ich hier nicht mehr sehen, ne? Eine Konsole. Auf jeden Fall wollte ich gucken. Nicht traurig sein, da ist die Vinity. Nein! Ich habe hier einmal einen schlafenden Danny habe ich bekommen von irgendjemand. Das ist hier Sleepy Danny. Und einmal habe ich, wen hatte ich denn noch bekommen? Genau, den Schwitzschneemann hier. Oh. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Nikolaus dazwischen gepostet. Doch, habe ich. Den Nikolaus. Nicht Nikolaus meine ich nicht. Heute Schulter zerstört. Was? Ja, hier, der fehlt mir noch vom Coinspacey. Der, haha, Dodge. Und diese komische Taube, die muss ich aber nicht unbedingt haben.
Da fehlt mir aber noch was. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber da fehlt mir noch was. So. Wir spielen jetzt mit Daniels Ex-Frau weiter. Ist doch die Ex-Frau, ne? Oh, ich will gar nicht. Ich will gar nicht. Ich will nicht. Ich will nicht wieder sterben. Ich kann nicht gehen, ohne etwas herausgefunden zu haben. Guck, ich will direkt schon wieder gehen, Leute. So, neue Episode. Also, wenn ihr denkt, dass ich etwas nicht machen sollte, dass ich daran sterbe, schreit bitte in den Chat, tu's nicht. Nein. Es sieht so aus, als hätte der Laden alle Arten von Antiquitäten. Leider sieht man nicht mehr viele dieser Geschäfte. Ich glaube, ich habe etwas Glänzendes unter dem Blumentopf gesehen. Ja, dann guck doch mal. Einen Schlüssel. Vier Schlüssel an dem Bund. Ich habe auch gesehen, dass weit und breit kein Schlüssel da war. So komme ich nicht weiter. Ach, ich drücke immer Q, ne? Anstatt E. Ich will den immer untersuchen. Was steht da? Ich war schon mehrere Male in diesem Restaurant. Ich mag die Einrichtung nicht besonders, aber das Essen ist ziemlich gut. Ach so, direkt gegenüber hier ist doch... Das ist doch ein Chinamann, oder? Sieht so aus mit den Lampi-Jungs. Wieso spielen wir denn nicht den Daniel? Oh, das ist aber nicht so hübsch mit den Graffitis hier. Der hat doch im Krankenhaus so ein Theater gemacht. Ich brauche einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Ja, haben wir ja wahrscheinlich. Benutzen. Tu es nicht, nicht bewegen. Lady Marmalade. Ich warte mal kurz, bis der Sound zu Ende ist, damit ich vernünftig hören kann hier. Gut, jetzt ist die Tür offen. Kleine Lobby hier, ne? Oh, man kann nach unten gucken und nach oben. Und nach unten und nach oben. Regenschirme und Stöcke. Mein Hut, mein Stock, mein Regenschirm. Die wahrscheinlich von Kunden zurückgelassen wurden. Guck mal, hier können wir direkt schon hören. Wir hören? Wie wir hören, hören wir nichts. Wäre auch krass, wenn die erste Tür schon was drin wäre. Theoretisch sollte ja auch nichts Böses hier sein, oder? Das ist aber ein gruseliges Ding. Kapitel 2. Auffallend leise. Guck mal, der Bügel bewegt sich noch. Das Licht ist an. Mal sehen, ob Farber hier irgendwo ist. Eine große Ausstellung mit allen möglichen Antiquitäten, Ornamenten und Souvenirs. Wahrscheinlich das, was sich bei Laufkunden am meisten verkauft. Was haben wir denn hier? Schiff, Bücher, Masten. Eine große Ausstellung mit allen möglichen Antiquitäten, Ornamenten. Achso, das habe ich jetzt gerade gelesen. Warte mal. Schiff kannst du doch auch anklicken, oder nicht? Klick mal das Schiff an. Nachbildung einer Karavelle aus dem 16. Jahrhundert mit aufwendigen Verzierungen. Was da hinten ist, eine Lampe. Oh, kennt ihr den Film? Gibt es so einen Film? Ich weiß nicht, ob das Tom Hanks ist. Da spielt auf jeden Fall ein bekannter Schauspieler. Ist auf dem Jahrmarkt und ist das genau so ein Automat. Der wünscht sich, dass er wieder ein Kind ist. Und am nächsten Tag ist er wieder ein Kind. Daran erinnert mich der Automat gerade. GoFreeze hat gesubbt? Nein, GoFreeze hat mir ein Follow gegeben, meine ich. Hat er gesubbt? Nee, der hat mir ein Follow. Der ist doch gerade ganz frisch rein. Das wäre ja krass. Ein Teleskop. So sehr ich es auch liebe, Sterne zu beachten, bevorzuge ich dennoch einen wahren Kamin und ein gutes Buch. Ein interessanter Automat mit einer hässlichen Figur im Inneren. Er scheint, dass man eine Art spezielle Münze einwerfen muss. Guck mal, wir haben schon direkt eine Karte. Was sind denn das für Punkte da? Außenbereich. Laden. Okay, an dem Automaten müssen wir schon mal eine Münze einwerfen. Es geht also direkt weiter. Wir haben keine Einführungsrunde. Wir müssen direkt starten hier. E-lesen. Gucken, was wir hier haben. Ich kann sie nicht finden. Ich kann mich nicht erinnern, wo ich diese verdammte Spieluhr aufbewahrt habe. Ich dachte, ich hätte sie mit einem anderen Gümpel verstaut.
Wo könnte sie sonst sein? In diesem Lagerraum gab es auch einen kleinen Kleiderschrank voller eingetrockneter Blutflecken. Wir haben ihn in den Innenhof gebracht und ihn in einer unserer Lagerräume im Keller gebracht. Aber wo genau haben wir ihn abgestellt? Ich kann mich nicht einmal erinnern, welche Farbe oder Form er hatte. Was ist los mit mir? Vielleicht kann ich das zurückgebliebene Blut irgendwie sichtbar machen. Ich muss... Was? Luminol? Was ist Luminol? Ist das so ein Polizeiflüssigkeitsmittel oder Lampe, dass man damit das Blut sieht? Ich muss Luminol besorgen. Das ist, was die Polizei benutzt. Vielleicht könnte ich so den Lagerraum mit dem Kleiderschrank und die Spieluhr finden. Sebastian hat gesagt, ich soll sie an die ursprünglichen Besitzer zurückschicken. Der Familie Legrand in Armsberg. Ich kann mir vorstellen, dass wir Kapitel 3 da spielen. Wenn ich das schaffe, wird dieser Wahnsinn aufhören. Also ein Schrank, ein Lagerraum im Keller. Da sollte die Spieluhr irgendwo sein. Unter dieser Theke sehe ich billige Reliquien, Schlüsselanhänger und Münzen. Nichts Interessantes. Hier, nimm eine Münze mit. Münze brauchen wir für den Automaten, oder nicht? Was ist das? Ich wünschte, ich wäre ein Kind mit Tom Hanks. Heißt der echt so? Quatsch. Der heißt nicht so. Der Film heißt Big, genau. Das kann sein. Ja, ich wünschte, ich wäre ein Kind. Genau, Big mit Tom Hanks. Genau, genau, der Film ist das. Peter, was? Peter Maffay? Nix Peter Maffay. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Bitte werfen Sie noch eine Münze ein. Bitte geben Sie Ihr Gewicht an. Bitte geben Sie Ihr richtiges Gewicht an. Dies ist Ihre persönliche Glücksmelodie. Statuen, Ornamente, Schriftrollen, Bücher. Nicht allzu wertvolles und sicher nichts Nützliches. Eine Kasse, auch eine Antiquität. Aber sie scheint voll funktionsfähig zu sein und ist im besten Zustand. Naja, sieht aber nicht so aus. Was haben wir hier? Oh, einen roten Knopf. Eine Art elektrische Fernbedienung. Ich schätze, es funktioniert mit einem speziellen Schlüssel, der in diesen Schaft passt. Wir haben noch einen Schlüssel. Nutze den Schlüssel. Ich weiß nicht, inwiefern das hier benutzen könnte. Ja, Schlüssel und Loch. Passt doch. Haben wir das hier markiert? Ja. Okay, hier brauchen wir eine Münze, da brauchen wir einen Schlüssel. Da hoch gehen wir mal noch nicht. Ah. Gucken wir uns erstmal hier unten weiter um. Ein Bügel. Kleiderbügel. Ein Kleiderbügel aus Draht. Ha. Ist ein billiger Draht. Die Art, die man leicht verbiegen kann. Okay, daraus kann man wahrscheinlich einen Dietrich bauen. Minol, die warten bei Rauch und Rauchmelder. Achso. Wir müssen echt mal einen Let's Cook zusammen machen. Ja, geht das denn? Ist das rechtlich erlaubt? Gibt bei Facebook jetzt Watch Parties, aber das ist lame. Bei Twitch wäre cool, ja. Schlüssel und auch... Ach so, jetzt wird's wieder... Ja, so war's nicht gemeint. Ja, genau. Oh, Wurm. Dreidel. Ich mach dir nicht das Leben. Dreidel muss ich drehen. Hallo, E. Was ist denn mit dir? Hier habe ich ein Dreidel. Antike Statuen aus Bronze, ein alter Taucherhelm und viel Platz darunter. Wollen die mir sagen, da kann ich mich verstecken? Boah, mach doch nicht jetzt! Hier mal mit euren Sounds jetzt! Ich warte ab! Das ist mir sonst, ich brauche den Sound hier. Ich brauche den Sound, Leute. Hier können wir uns verstecken. Das heißt, hier kann schon was passieren. Ich fühle mich aber gerade noch relativ sicher. Hier haben wir eine Tür. Ist nichts hinter? Aber ganz im Ernst, ich will erstmal den Raum komplett durchsuchen. Bevor wir hier weitergehen. Bücher, Schriftrollen. Es gibt kein Replikat des Pariser Vertrags von 1814. Ich erinnere mich, dass ich mehrere Kunstwerke studiert habe, die auf ähnlichen historischen Ereignissen beruhen. War ich hier nicht schon hinter? Eine alte medizinische Ausrüstung. Ich wette, sie ist jetzt steriler als jemals zuvor.
Meinst du das? Eine Schneiderpuppe. Ich weiß, dass es unpraktisch wäre, ihren Kopf aufzusetzen, aber zumindest würde sie dann weniger unheimlich aussehen. Ich fände es mal geil, wenn hier ein bisschen mehr Licht wäre. Eine Gitarre. Eine Akustikgitarre scheint benutzt zu sein, aber ich glaube nicht, dass es eine Antiquität ist. Dieser Koffer muss uralt sein, obwohl ich glaube, dass meine Eltern auch so einen haben. Dieses Fernrohr ist wunderschön, mit Gebrauchsspuren, aber im gesamt guten Zustand. Diese Kanone weckt Erinnerungen an die alten Schlösser der Lorie. Die Flüsse, die Weinberge, ich brauche Urlaub. Boah. Ich erschrecke mich schon bei dem Sichtwechsel. Eine Schachteufel, was? Schachtel? Was? Was ist denn eine Schachtelteufel? Ein Schachtelteufel. Ich kann nicht verstehen, wie Menschen so etwas mögen. Ich kann es nicht erkennen, was das ist genau. Oh, eine Flinte! Eine dekorative Schrotflinte. Ich bin kein Fan von Schusswaffen. Aber es würde mir jetzt nichts ausmachen, eine bei mir zu tragen. Ja, nimm die mit, Mensch. Nimm. Nimm die doch. Scheißegal, ob die nur Deko ist. Der Laden ist bis zum Rand mit Antiquitäten gefüllt. Die Auswahl an Antiquitäten ist ziemlich beeindruckend. Pariser Vertrag? Flinte! Oh, hier geht's ja immer noch weiter. Da ist eine Männlein-Weiblein-Toilette. Bis jetzt ist hier noch nichts Böses, ne? Daneben ist noch eine Tür. Aber wie gesagt, bevor ich in die Türen gehe, klicke ich mich erstmal hier durch. Eine vollständige Rüstung aus dem früheren Mittelalter. Der Qualität nach zu urteilen, würde ich sagen, sie gehörte einem Adligen. Alte Bilder und Tagebücher. Ein Gott weiß, wem sie gehören. Nichts Interessantes. Die Vasen sehen nicht so alt aus. Ich glaube zumindest. Chinesische Kunst wäre nie mein Spezialgebiet. Ich sehe doch, da oben ist noch was zum Anklicken. Seht ihr das? Rechts oben? Ich komme da nicht hin mit der Maus. Ich gehe die ganze Zeit alles ab hier. Schade. Weißt du, was? Eine alte Kanone. Okay, jetzt gehe ich nochmal. So, ich soll ja keinen Lärm machen. Jetzt gehe ich nochmal die Treppen hinter der Theke hoch. Und dann fangen wir mal an, die Türen zu durchstöbern. Ich glaube, wir gehen zuerst ins Badezimmer. Da habe ich am wenigsten Angst vor. Mein Gott, ist das groß hier. Der Vertrag von Tode Silas, wie spricht man es aus? Von 1484. Ich frage mich, wann diese Replik was angefertigt wurde. Sie scheint wirklich alt zu sein. Mehr Antiquitäten. Einige davon sind Spielzeuge. Mehr für sentimentale Erwachsene als für kleine Kinder. Stört mich, dass hier kein Zugang ist zur anderen Seite. Warte, Hallo. Hier gibt es wirklich alte Bücher. Dieser Laden ist eine außergewöhnliche Auswahl an Antiquitäten. Oder was stand da? Zu schnell geklickt. Große chinesische Porzellanvase. Diese Dinge müssen ein Vermögen gekostet haben, weshalb sie wahrscheinlich in diesem Bereich des Ladens aufbewahrt werden. Ah ja, hier steht für mich alles kreuz und quer durcheinander. Hier ist überhaupt nichts sortiert. Was? Hallo, Text, komm wieder. Nee, das hatte ich gerade. Aber hier ist doch noch was zum Anklicken. Oder ist das wieder da unten?
Ich glaube, das ist da unten. Tisch ist voller Bücher und Krimskrams. Kerzenleuchter, Notizbücher, ein altes Grammophon. Ich weiß nicht, nach welchen Systemen sie das alles sortiert haben. Ja, sag ich ja. Steht alles kreuz und quer. Japanische Rüstung aus dem... Warte mal, was ist das in der Mundöffnung? Ich glaube, da ist etwas in der Mundöffnung. Soll ich es nehmen? Oder sterbe ich dann, Leute? Es ist wieder eine Sache. Bin mal kurz AFK. Alles klar, bis gleich, Like Olaf. Aber wenn sie... Achso, ich spreche das jetzt nicht aus. No, ihre. Ich kann halt kein Französisch. Was soll man denn machen hier? Komm, wir nehmen's. Ich weiß es nicht. Tod, los, nein. Bronzemünze. Da ist er doch, für den Automaten. So, was muss ich jetzt eh ist betrachten? Sie ist groß und kunstvoll. Gut zu wissen. Waren wir hier schon? Biografie wichtiger historischer Persönlichkeiten. Sortiert nach Datum. Einige davon waren in meinem Studium Pflichtlektüre. Was hast du denn nochmal studiert? Was ist das? Ein Sicherheitsgitter. Aus Stahl blockiert die Schublade. Ist etwas Wichtiges darin? Wir haben doch so einen Superknacker. Hier, mach mal. Benutzen. Wie, muss ich da erst einen Dietrich rausbauen? Kombinieren, einsehen. Kein Plan. Weiß ich nur nicht, was wir da brauchen. Okay, egal welche Tür ich jetzt anklicke, da ist nirgendwo was Böses drin. Sollen wir mal hier anfangen? Ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen. Komm, probieren wir. Ich spiele die Episode 2 gerne auch nochmal, wenn ich die wieder voll verkacken sollte. Bei mir macht das Spiel persönlich Spaß. Los nicht, man greift ja Warner nicht mit nackten Fingern in den Mund, krass. Ja, diese Pflichtliküren. Also, was, also. Von innen verschlossen. Leute, da geht's in den Keller. Ich gehe doch nicht jetzt in den Keller. Nee, in den Keller gehen wir noch nicht. Das ist mir zu gruselig. Wir gehen erst in eine andere Tür. Bin doch nicht verrückt. Kauf doch alle Episoden. Kann ich noch nicht. Sind noch nicht draußen. Also 1, 2 und wie gesagt 3 ist am 13. Dezember erst rausgekommen. Und ich weiß nicht, wie viel da noch kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich glaube, es gibt nur noch eine vierte danach, oder? Ist voll der Automat aus Big. Was lacht er so? Eine Metallkugel mit einer Botschaft ist gerade heruntergefallen. Ist das sowas wie Glückskekse? Nur nicht. Was steht da drauf? Botschaft 1 von Zolta. Eine Vorhersage aus dem Zolta-Wahrsageautomaten. Drehen? Betrachten wir mal. Du hast etwas vergessen. Erinnere dich und du wirst gesegnet sein. Was habe ich denn vergessen? Ich muss eine dieser Münzen finden, damit der Automat funktioniert. Also, heißt das, wir müssen den nochmal benutzen? Wann fängt der Wintercell an? Am 19. fängt er an. In 3 Tagen. Aber heißt nicht, dass das dann im Sale ist, ne? Weiß ich natürlich nicht. Spiel ist nicht übel. Ich finde das Spiel gut, ja, genau. Ja, genau, mit Big in VIP gefeiert. Was ist Big? Big ist eine sehr, sehr gute
eine sehr, sehr gute Mannschaft aus Deutschland. Im E-Sports-Bereich, also Counter-Strike. Haben schon so einige Turniere gewonnen. Wenn du bei denen mitspielst, bist du gut. Und dann bist du wirklich gut. Achso. Die Unfunk-Streams auf die Wunschliste. Ja, mach das mal. Also am 19. fangen die an. Fängt er an. Bis wann weiß ich nicht genau. Habe ich mir nicht gemerkt. Ich glaube bis zum... Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was haben wir hier? Was zu lesen. Lieber Isaac. Isaac Färber ist der Besitzer. Es tut mir leid, dass du Probleme mit dem Einschlafen hast. Vielleicht tröstet es dich zu erfahren, dass ich in letzter Zeit ebenfalls schlecht schlafe. Vielleicht wegen des bevorstehenden Korrekturlesens meines Romans. Wenn man die Qualität anhand der investierten Zeit bestimmen konnte, sollte es einer meiner besten Werke werden. Aber ich vermute, dass dies nicht immer zutrifft. Trotz allem habe ich Zeit gefunden, einen Blick auf deine mysteriöse Spieluhr zu werfen. Basierend auf der Schnitzerei und dem Holz bin ich sicher, dass sie europäisch ist, aus dem späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert. Mir ist auch aufgefallen, dass sie sehr hochwertig verarbeitet ist. Vielleicht ein Luxusartikel der Zeit. Ich werde meine Nachforschung fortsetzen. Werde bald wieder gesund. Sebastian P. Hascher. Sebastian P. Hascher. Da steht ein Pfeil nach unten scrollen, aber ich kann nicht. Ein Brief von Sebastian P. Hascher. Okay. Ich habe jetzt einen Kit im Kopf. Ist diesen Samstag schon Unfug-Stream? Ernsthaft? 16. Ja, stimmt. Was ist denn mal... Wann können wir denn einmal wieder mit dem Chris spielen? Mal kurz gucken, ja? Ja, 21. Tatsächlich. Tatsächlich. Popo! Popo sitzt auf meinem Lüfter. So, weiter geht's. Jetzt gucken, wie groß der Raum ist. Machen Sie so eine kleine Kammer. Toll. Wegen dem einen Schriftstück bin ich jetzt hier reingegangen, weil... Guck mal, das vibriert. Guck mal, das vibriert, das linke Ding hier. Was ist denn das? Jetzt hör doch mal auf. Mensch. Hier mit euren scheiß Sounds jetzt die ganze Zeit. Wie kann ich nicht lauschen? Eine verstärkte Sicherheitstür verschlossen. Es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Aber sicherheitlich nicht mit purer Gewalt. Dann benutzen wir mal jetzt den Dietrich. Ja, dann nicht. Dann nicht. Dann gehen wir jetzt zu den Toiletten. Hä? Scheiße, ich mache mal die Kerze an und aus. Das habe ich beim letzten Mal schon... Leute, Käse, danke für deinen Host. Ja, bei Horrorspielen stelle ich die vielleicht sogar aus. Es vibriert, ja, es hat vibriert. Ja, wir spielen ja auch mal freitags oder sonntags, ne? Ich kann auch sein, dass wir in der Woche jetzt mal ein paar Mal Counter-Strike spielen. Ist ja Urlaubszeit. Kobold hat ja auch frei. Verschlossen, ich frage mich, ob dies eine Hintertür zum Laden ist. Wieso sollte das... Ach, das ist doch ein Klo, oder? Ach nee, das ist doch kein Klo. Muss man mal schön horchen. Sounds ausstellen bei Spielen ist was für Leute, die nichts können. Guck mal, hier haben wir was. Sprühflasche. Eine Sprühflasche, die anscheinend einmal gefährliche Stoffe enthalten hat. Leer. Spiegel ist zerbrochen. Überall sind Sterben. Was ist hier passiert? Müssen wir hier wieder pömpeln? Jetzt haben wir eine Sprühflasche gefunden. Handtücher sind steif und staubig. Es scheint eine Weile her zu sein, dass ein Gast diese Badezimmer benutzt hat.
Hoppa! Warte mal, Schlüssel? Hab doch einen Schlüssel. Waffen, jetzt kann ich den Schlüssel loswerden. Ach so. Ich höre noch mal kurz. Es ist viel zu gruselig hier. Zweimal streamen, dann durch für 2019. Ja, du machst ja wieder hier Luxusurlaub, ne? Tür ist verschlossen. Ja, dann benutzt man den Dietrich. Tür ist verschlossen. Will sie einfach nicht benutzen. Was haben wir hier? Innenliegende Wohnungen. A. Isaac Färber. B. Marley Rangel. Familie Gibbs. Ich kann aber überall horchen hier, ne? Hab noch den 24-Stunden-Stream vor mir. Ja, auf jeden Fall. Das wird wieder cool. Tür ist verschlossen. Ja, jetzt sind die ganzen Wohnungen, ne? Macht ja auch Sinn, dass sie zu sind. Warte mal, war hier noch was? Nein. Notausgang. Das wäre auch krass, wenn hier jetzt was wäre. Ach, wir kommen raus. Was siehst du denn da? Jo, gut, ich bin lieber draußen aus dem Keller. Boah, ist da noch viel. Krass. Hof. Ganz viele Türen. Yoshi. Yoshi ist im Hintergrund. Ein Jahresrückblick wollte er machen? Ja, mach das mal. Spät. Wir haben schon 10 Uhr, ne? Aber wir gucken uns noch ein bisschen um hier. Diese Fahrräder sehen aus, als würden sie schon seit Ewigkeiten draußen stehen. Sie sehen nicht schlecht aus, müssen aber definitiv überholt werden. Und bevor ich da hingehe, gucke ich mich nochmal hier ein bisschen um. Jemand hat sie von der anderen Seite verschlossen. Das ist seltsam. Der Ort scheint leer zu sein. Ich glaube, da liegt etwas auf dem Tisch. Ist es möglich, irgendwie reinzukommen? Dann benutzt doch mal hier den Dietrich. So komme ich nicht weiter. Werkzeuge, eine Schubkarre. Sieht aus wie ein Schuppen meines Hausmeisters. Ich höre nix. 60 Dosen? Was? Viel Retro, auch Roffel, Sonic X. Diablo, gegebenenfalls XCOM. 60 Dosen Monster. Was? Wo genau? Sehe ihn nicht. Hinter dir? Was denn jetzt? Achso, den Yoshi, nee, den siehst du auch nicht. Der ist ein Stückchen höher. Der ist auf dem Regal da oben, den sieht man nicht. Sperrt uns aber Twitch und die Polizei. Staatsschutz, was? Das Melanese hat seinen Lebtag noch kein Monster getrunken. Ach, er ist Polen. Sind die Polen günstiger? Ich weiß ja, in Holland sind immer so Getränke günstiger, aber in Polen wüsste ich jetzt nicht.
Eingang ist verschlossen. Ich probiere überall diesen scheiß Bügel aus. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob man den als Dietrich benutzen kann. Das habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Genau, über mir. Ah, diese Tür kann ich auch nicht öffnen. Ärgerlich. Was? Was? Ein kleiner metallischer Gegenstand, der halb unter den Abfällen begraben ist. Soll ich ihn herausnehmen? Ja, ich muss. Ich kann nicht anders. Wir werden vielleicht wieder sterben, aber ich weiß es nicht. Silbermünze. Okay, für den Automaten wieder. Ja, hauen wir gleich mal direkt da rein. Tonnen, nichts von Interesse. Ich bezweifle, dass hier draußen jemand Grillpartys veranstaltet. Dieser Grill sieht ziemlich vernachlässigt aus. Wieso? Im Sommer kannst du auch hier grillen. Wieso nicht? 36 Dosen Rutgrabestream machen. Noch ein paar Polenbilder, was? Eingangstür ist verschlossen. Es ist alles verschlossen. Das gibt's doch gar nicht. Jemand hat sie verriegelt. Es gibt's nicht. Mensch, ich muss aber was mit dem Bügel machen, damit ich mir daraus einen Dietrich basteln kann. So, jetzt gehen wir noch geradeaus. Ich denke mal, hier draußen kann ich rennen, oder? Huch. Ach, da ist noch was in den Tonnen. Habe ich das schon angeklickt? Mülltonnen sind voll und werden bald zum Rand mit Wasser gefüllt sein. Was haben wir da auf dem Boden? Nein! Das können wir vielleicht mit dem Bügel rausholen, wenn ihr den Bügel auseinander macht. Wenn ich da nur irgendwie runter könnte. Nee, benutze den Bügel. Ich benutze den Bügel für alles heute. Ja, das wird wahrscheinlich... Das wird wahrscheinlich im Keller irgendwie sein. Genau, da geht der Keller auch drunter. So kann ich den Fernseher. PlayStation. Aber ich mache jetzt eh nicht mehr lang. Wo hau ich mal? Seltsamer Name. Oh, wir haben eine offene Tür gefunden. Hey! Nee, hier will ich nicht rein. Das ist viel zu gruselig. Zugang für Anwohner. Wir gucken uns erstmal die andere Seite an, oder? Das ist mir viel zu gruselig da. Jemand hat sie verriegelt, okay. So komme ich nicht weiter. Dann müssen wir entweder zum gruseligen Keller oder zum gruseligen Flur. Wir gehen zuerst zum gruseligen Flur. Da ist eine Kamera drin, da passiert nichts, das heißt nichts, ne? Fahrstuhlknopf, ich frage mich, ob er funktioniert. Ja, drück doch einfach mal. Was? Was zur Hölle ist passiert? Ich habe oft zu schlecht immer etwas beängstigend gefunden. Das ist voll gruselig hier in dem Gang. Boah, Hilfe, wenn ich hier wohnen würde, ne? Ende des Schichtberichts. Datum 11. August 1998. Schicht, Nachtschicht. Eingereicht um 7 Uhr. Wachmann, Sullivan, Walter, Code, bla bla bla. Vorfälle um 22:38 Uhr. Bei einem Kontrollgang entdeckte ich ein kleines Leck in einer der Wasserleitungen.
Ich stelle einen Eimer darunter und benachrichtige den Versicherungsträger des Gebäudes. 1.13 Uhr, ich höre ein Klopfen an der Haustür. Ich gehe zur Tür und frage, wer da ist. Erhalte aber keine Antwort. Das Klopfen hört auf, als ich die Tür öffne. Ich kann niemanden auf der Straße sehen. 4.40 Uhr, ich glaube eine Melodie hinter mir zu hören. Ich gehe in den Innenhof und finde Herrn Isaac Färber barfuß. Was? Barfuß? Nichts als einen blauen Pyjama bekleidet. Seine Augen sind geschlossen. Und in seinen Händen hält er eine Spieluhr, die eine seltsame Melodie abspielt, während er langsam weitergeht. Er reagiert nicht, als ich ihn rufe, und geht durch die Tür zu seinem Laden. Das ist ein bisschen strange, ne? 11. August 1998. Katzenwochen auf. Ist ein bisschen komisch. Bisher haben wir noch nichts Böses irgendwo, ne? Verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel des Pförtners. Die Pflanze ist abgestorben. Sieht aus, als hätte sich niemand um die Instandhaltung des Gebäudes gekümmert. Kamera bewegen, Kamera drehen. Ach du Scheiße. Müssen wir hier irgendeinen gewissen Briefkasten anklicken oder was? Ich sehe jetzt hier nichts. Rechts, links, unten. Oben. Steht denn hier irgendein Name? Irma Anderson, Katharina Carter, George Warner. Ich weiß nicht, nach welchem Namen wir jetzt suchen müssen. Keine Ahnung. Guck mal, ob irgendwo was rausguckt oder irgendwas rausragt. Nee, ansonsten müssen wir hier nochmal, muss ich mir das merken, dass hier was ist. Es ist nicht markiert, okay. Vielleicht ist das auch nichts Wichtiges. Ein normales Servicefenster. Auf der anderen Seite liegen einige Schlüssel, die wahrscheinlich nützlich sein könnten. Komm. Da brauchen wir aber den Bügel. Ich probiere überall den Bügel. Ich würde Stunden brauchen, um die Schlüssel damit zu angeln. Aber vielleicht, wenn ich Kleber auf das Ende... Kleber? Haben wir Kleber? Wir haben keinen Kleber, ne? Wir haben eine Sprühflasche. Hier, kombinieren. Oh, die ist ja leer, ne? Das würde nichts nützen, okay? Hier haben wir schon wieder. Ich gehe nochmal einmal hier drüber. Ich sehe jetzt hier nichts. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wir mit den Namen hier machen müssen. Ist das hier die Haupteingangstür? Ich denke mal, die ist zu. Tür führt zur Straße. Ich führe nicht, bis ich Färber gefunden habe. Okay. Dann gehen wir jetzt noch in die große... Was war das? Herzschlag. Erste Mal. Oder sollen wir hier aufhören? Oh, der Aufzug, der macht mich hier kirre. Ich würde gerne noch in den Gruselkeller gehen. Und dann machen wir da einen Cut. Haben wir nicht da noch was? Nee, sah nur so aus. Warte mal. Hier sind Treppen? Da komme ich doch nicht her, oder? Doch, muss ja. Komme ich von den Treppen? Ich weiß nicht genau. Gibt's doch gar nicht. Ist doch gruselig, der Gang hier. Gerade alles gruselig. Aber was Neues ist gruselig. Ach, warte mal. Da habe ich doch jetzt was gehört, oder?
Da läuft jemand. 100 pro. Was war das für ein Geräusch? Das ist natürlich nicht schön, ne? Hier ist nochmal zu dem Automaten. Die Tür interessiert mich jetzt mal gerade nicht. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Wenn die sagt, da kann man nichts durchhören, dann gehe ich da auch nicht durch. Weil nachher ist da was Böses drin. Wir gehen erstmal zu dem Automaten. Und gucken, was da rauskommt. Overkill. Nix. Wir ziehen nochmal einen Glückskeks. Eine Metallkugel mit einer Botschaft ist gerade heruntergefallen. So, was steht da drauf? Spielen und gewinnen. Spielen und verlieren. Hast du Zweifel? Geh direkt durch. Ist das jetzt eine Botschaft, dass ich vielleicht direkt durch die Tür gehen soll? Ich weiß es nicht genau. Ja, da war jemand. Seht ihr das? Da war jemand. Kimini lauscht. Was? Seit dem Game abends auch immer eine Tür, bevor sie reingeht, genau. That thing. I don't know what it was, but it's gone. Ich trau dem nicht. So, wieder da. Alles klar. Baby Lycra. Ja, heißt das, wir können jetzt in den Raum rein? Ich gehe erst in den Gruselkeller. Mein Gott, diese Steuerung. Sobald die Kamerasicht wechselt, funktioniert die Steuerung nicht mehr. Guck mal, da liegt das doch. Wo soll ich zuerst draußen war? Guck doch auf den Boden, Tante. So sieht man sich wieder. Mal sehen. Ja, da war jemand. Eine eigenartige Kühlschrankverzierung. Magnet. Könnte nützlich sein. Kriegen wir den Schlüssel vielleicht? Kann ich das schon mal kombinieren? Kombinieren? Hä? So kriegen wir den Schlüssel. Komm, sei einfach zur Tür. Ja, ist verschlossen. Gut, dann machen wir jetzt gleich hier einen Cut. Ich gehe nochmal nach oben. Und dann gehe ich raus. Muss ich mir nächstes Mal merken, dass wir den Schlüssel holen können? Und eventuell in den Raum können. Den Raum klicke ich erst ganz zum Schluss an. Ich gehe jetzt nur noch auf Nummer sicher hier. Ich habe zwar auf der Kamera gesehen, dass da nichts mehr drin war. Aber da war ja was drin. Vorher. Aber wir hören hier im Hauptraum auf. Hier speichere ich jetzt. So, speichern und beenden. So, noch ist keiner gestorben. Das heißt aber nichts. Wir sind ja auch, ich glaube, in den ersten anderthalb Stunden ist mir auch niemand gestorben im ersten Kapitel. Und dann einer nach dem anderen, wie die fliegen.
Oh, schade. Ja, ich mache ja mal bis 10. Ich habe ja schon fast bis 10:30 gemacht. Montag geht's weiter damit. So, habe ich denn hier 5 Chat-Nachrichten? Sind beide von Chris, ne? Ja, schon mal nicht schon wieder, genau. Und dann, ja, irgendwelche Counter-Strike. Der Hafen ist immer da, wo Wasser ist. Aber der Hafen ist uns schnurzegal. Wir wollen weiter nicht auf den Passierschein A38. Den Passierschein A38! Was soll denn das Gebrüll? Ja, was soll denn das Gebrülle jetzt nochmal hier, Leute? Mal kurz lesen. Alles gelesen. Ich mach nochmal ein bisschen Musik. Keine Ahnung. Das? Machen wir das. Vielleicht erstmal nicht ganz so laut, damit man mich noch hört. So, ja, danke schön, ihr Lieben. Montag geht's damit weiter. Und, ja, aber Samstag geht's erstmal weiter. Wieder eine Stunde Ghost of a Tale, eine Stunde Guts and Glory, damit ich die letzten Strecken auch noch habe. Und ansonsten, ja, ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich morgen beim Chris und beim Insider im Stream. Ich weiß gar nicht, wann der Chris morgen anfängt. 17 Uhr? 16:30? 17:30? Irgendwie sowas um den Dreh. Insider dann um 19 Uhr. Ich weiß bei beiden gar nicht so genau, was die spielen. Ja, Toki muss auch nochmal sein zum Schluss, ne? Morgen 16:30 beim Chris. Okay, 16:30 beim Chris, 19 Uhr beim Insider. Schaut rein. Dann sehen wir uns da wieder. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Schlaf gut. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gekommen. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüssi. Nein, ich finde mein Endbildschirm nicht. Wo ist er? Da. Nochmal. Tschüss zusammen.